in der schönen Hansestadt Korbach. Von vorne weg, ich freue mich, dass wir uns heute live und in Farbe in Präsenz sehen. Das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Insofern ein fröhliches und herzliches Willkommen hier in Korbach in der Stadthalle. Ich bedanke mich gleichermaßen beim Ausleihen Klaus Friedrich, den ich an dieser Stelle vorneweg begrüße. Danke. Mein besonderer Gruß gilt unserem Ehrenreichsvorsitzenden und Regierungspräsidenten AD, Lutz Klein. Lieber Lutz, schön, dass du bei uns bist. Meiner Kollegin im Hessischen Landtag, das darf ich immer noch so sagen, liebe Claudia Ravensburg, und dem neuen Kollegen Jan-Wilhelm Kohlmann, unserem ersten Kreis-2-Geordneten Karl-Friedrich Frese, unserem Kreisgeschäftsführer, den Markus Nordmeier, unserer Schriftführerin, die alles feststellt, dass das auch so umgesetzt wird, was wir hier beschließen. Liebe Peter Weber, der Chef unserer Kreistagsfraktion, Timo Hartmann, der erste Bürger des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Ich gehe mal ein bisschen beides weit, damit der Prachtjunge auch sichtbar wird, lieber Rainer Hesse. Und ein ganz besonderer Gruß, lieber Hans-Peter Hof. Schön, dass du heute Morgen da bist. Derjenige, der dafür sorgt, dass unsere Finanzen in Ordnung sind. Also, in dieser Runde die Begrüßung derjenigen, die auf dem Podium sitzen. Wir haben aber auch Bürgermeister zugegen, neben dem gastgebenden Bürgermeister Klaus Friedrich. Jetzt gucke ich gerade, wo die Rosenthaler sind. Da sind sie, jawohl. Der neue Bürgermeister der schönen, ach, so südlich und Wetterlage ist. Also bei euch ist alles wunderbar in Rosenthal. Lieber Stefan Jakob, ein herzlich willkommen. Den Henning Scheele, Bürgermeister der Stadt Lichtenfels, den habe ich auch schon gesehen. Lieber Henning, schön, dass du da bist. Jawohl, da ist er. Jürgen Vollbracht aus Waldeck. Jawohl, da ist er. Und weil ich die Arolser Freunde zu meiner Linken sehe, morgen ist ja auch eine Wahl in Arolsen, da werden wir dafür Sorge tragen, dass wir einen weiteren CDU-Bürgermeister bei den nächsten Kreisparteitagen hier begrüßen können. Da steht nämlich der langjährige Stadtverordnetenvorsteher Marco Lambion auf dem Stimmzettel. Er ist der einzige Kandidat. Er ist derjenige, der von vornherein schon überzeugt hat. Wir wünschen ihm von hier aus eine hohe Wahlbeteiligung und einen grandiosen Wahlsieg. Ich begrüße ebenfalls sehr herzlich die Vertreter der Medien, Frau Marianne Demmer von der Waldeckischen Landeszeitung und HNA, wenn ich das so sagen darf. Das wird ja als Kreisparteitag dann entsprechend in der Fläche Berichterstattung finden, und den Herrn Olaf Dudek vom Eder-Dampf-Radio. Schön, dass Sie hier sind und die Berichterstattung der heutigen Veranstaltung entsprechend vornehmen. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren, wir haben leider, wie bei Kreisparteitagen, das so witzig kommt und es witzig bringt, wieder unserer Verstorbenen zu gedenken. Die Liste derer, die von uns gegangen sind, aus den Jahren 2020, 2021 und 2022, was nun gerade begonnen hat, liegt Ihnen vor. Gestatten Sie mir, dass ich stellvertretend für alle einige wenige besonders hier benenne, und ich würde Sie bitten, zum Gedenken an unsere Verstorbenen sich von Ihren Plätzen zu erheben.
Von uns gegangen ist Herr Andreas Brandt aus Bad Arolsen, verstorben im Dezember 2020 im jungen Alter von 55 Jahren. Mitglied der CDU seit 1990, langjähriges Mitglied im Vorstand der CDU Bad Arolsen, war dort fast 20 Jahre Schriftführer. Aus Bad Wildungen, Herr Peter Schultheiß, verstorben im Oktober 2021, im Alter von 80 Jahren, Mitglied der CDU seit 1975, langjähriges Mitglied in Gremien der schönen Badestadt Bad Wildungen und natürlich auch der CDU Bad Wildungen. Wir gedenken Frau Sabine Dietzel-Skriba aus Niebelstadt, viel zu jung verstorben im Juli 2021, im Alter von 46 Jahren, war Mitglied seit 1999, langjährige Stadtverordnete, Mitglied im Vorstand der CDU Niebelstadt und von 2000 bis 2002 Kreisvorsitzende der Jungen Union. Aus Frankenberg denken wir an unseren Freund Hans Ludwig Pohlmann, verstorben im Januar 2021 im Alter von 72 Jahren. Er war seit 1986 Mitglied der CDU Deutschlands, von 1989 bis 2011 Stadtverordneter der Stadt Frankenberg, Kreistagsabgeordneter von 1997 bis 2016, von 1993 bis 2001 Vorsitzender der CDU Frankenberg, von 1994 bis 2004 Mitglied des CDU-Kreisvorstandes, davon 2 Jahre Stellvertreter. Wir denken an unseren Freund Heinrich Rampe aus Frankenberg, verstorben im August 2021 im Alter von 83 Jahren, Mitglied der CDU seit 1991, langjähriger Stadtverordneter in Frankenberg, Fraktionsvorsitzender, jahrzehntelanges Mitglied im Ortsbeirat von Rödenau und Ortsvorsteher. Aus Korbach von uns gegangen, Günter Schlund, verstorben im November 2021, im Alter von 78 Jahren, war über 40 Jahre Mitglied der CDU Deutschlands, langjähriger Stadtrat in Korbach und Mitglied im Vorstand der CDU Korbach. Denken an Lutz Rassmann, ebenfalls im November 2021 von uns gegangen, im Alter von 89 Jahren, Mitglied der CDU seit 1975. Von 77 bis 2001, wiederhole, von 77 bis 2001, Stadtverordneter der Stadt Korbach, Kreistagsabgeordneter von 89 bis 93 und von 85 bis 93 KPV-Kreisvorsitzender. Wir gedenken Frau Roswitha Runte aus Volkmarsen, die im Juli 2020 im Alter von 90 Jahren von uns gegangen ist. Frau Runte war seit 1957 Mitglied der CDU und damit dienstälteste CDU-Frau in Nordhessen. 16 Jahre lang war sie Schatzmeisterin der CDU Volkmarsen. Und wir denken an unseren Freund Wilfried Arnold aus Willingen. Verstorben im September 2021, im Alter von nur 68 Jahren, Mitglied der CDU seit 73, CDA-Kreisvorsitzender, Mitglied im CDU-Kreisvorstand seit 2018 und langjähriger Kreistagsabgeordneter. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sie haben sich zum Gedenken an unsere Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 3, zur Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Ladung. Gemäß § 64 Absatz 1 und § 63 Absatz 3 der Satzung der CDU Hessen beträgt die Ladungsfrist
für Kreisparteitage 2 Wochen, zuzüglich 2 Tage Postversand. Die Einladungen wurden verschickt am 9. März dieses Jahres. Damit stelle ich fest, dass wir form- und fristgerecht geladen haben. Ergibt sich dagegen Widerspruch, meine Damen und Herren? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Frage, ob die Tagesordnung, die Ihnen zugegangen ist und Ihnen vorliegt, für Sie so in Ordnung ist oder ob es Änderungsanträge dazu gibt. Ich stelle fest, fürs Protokoll, es gibt diesbezüglich keine Einwände. Vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle den Klaus Friedrich als Hausherrn bitten, als Intervall ein kurzweiliges und fröhliches Grußwort an uns zu richten. Lieber Klaus, du hast das Wort. Kurzweilig. Ja, Ihnen allen, euch allen ein herzliches Willkommen in der Kreis- und Hansestadt. Für die Nichtkorber auch vielen Dank, Sie haben alle gutes Wetter mitgebracht und von daher einen wirklich, wirklich schönen Gruß von hier hoch. Ich bin gerne gekommen, danke für die Einladung und vielleicht nur etwas abweichend zur Lage der allgemeinen Situation. Die Farbe der Stunde ist aus meiner Sicht nicht nur heute, sondern in den letzten 4 Wochen blau-gelb. Wir sind seit 4 Wochen in einer völlig neuen Republik angekommen. Und ich glaube, wir haben alle erkannt, dass unser außen- und sicherheitspolitischer Instrumentenkasten ein deutliches Update bedarf. Und Putin hat uns einen Eimer kalten Wasser über den Kopf geschüttet. Und ich glaube, das hat uns aufgefordert und auch aufgerüttelt, unsere Bülabü-Humoreske der letzten 2 Jahrzehnte abzulegen. Wir als Nation, wir alle sind aufgefordert, endlich wieder mal zu zeigen, dass wir nicht nur reformwillig sind, sondern vor allen Dingen reformfähig. Ich glaube, das ist uns abhanden gekommen und das ist ein dringender Aufruf an unsere Gesellschaft, damit wir wieder in die Moderne vernünftig geführt werden. Ich glaube, jede Politik im Dienste der Bürger lebt ja davon, dass sie um deren Bedürfnisse weiß. Das Thema Interessen, Meinung, Vorstellungen, Sehnsüchte, Träume. Und ohne diese Kenntnisse sind Antworten für eine moderne Gesellschaft, Antworten auf die Zukunft aus meiner Sicht in einer guten politischen Arbeit nicht möglich. Wir vor Ort wissen das, Sie wissen das, ich weiß das. Auf anderen Ebenen der Politik ist das häufig nicht so durchdrungen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, jetzt kommt der kleine Werbeblock für Armin Schwarz. Wir waren nämlich jetzt neulich in Berlin. Und Gott sei Dank ist Armin jemand, dem man auf die Schulter schlagen kann und sagen, hallo, du lässt dich in dieser Blase nicht vereinnehmen, sondern gehst stark und kraftig voran. Armin, und so kenne ich dich, habe ich erlebt, und deshalb machst du auch weiter so. Die Interessen unseres schönen Landkreises in Berlin mit einer hohen Fahne auch offen zu halten. Und ich glaube, für das konstruktive Mitarbeiten, Miteinander, dass ich hier bei Ihnen auf vielen Ebenen immer erfahren darf, ich mich ganz herzlich bedanken bei euch, bei Ihnen und darf deshalb auch der Tagung ein gutes Gelingen wünschen. Und ich wünsche euch, wünsche Ihnen persönlich Gesundheit, privates und berufliches Gelingen und dies mit dem klaren Bekenntnis, nämlich dass uns alle als freie Bürger unserer Städte und Gemeinde Bestes zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute. Lieber Klaus Friedrich, ganz herzlichen Dank für dein Grußwort und auch schon mal die Einführung zu einem Themenblock, der uns heute auch noch beschäftigen wird. In der Tat, die Lage, die du skizziert hast, ist genauso, aber dazu später. Ich möchte einen riesengroßen Lapsus ausbügeln. Und zwar habe ich einen Bürgermeister, mit dem ich gestern lange telefoniert habe, mit dem ich mich heute Morgen schon länger ausgetauscht habe und dessen Herrn Papa ich auch hier schon als allerersten begrüßt habe, nicht genannt. Also, jetzt mal, das findet dann besondere Aufmerksamkeit. Lieber Christian Klein, das holen wir jetzt nach. Steht doch mal auf und küsst einen Sonderapplaus.
nicht als Lapsus, sondern nur als Klarheit. Selbstverständlich wird der Vorsitzende des gastgebenden Stadtverbandes, Herr Heinz Merl, auch noch ein Grußwort sprechen. Nur wir wollen dieses Grußwort gerne in Zählpausen entsprechend einbringen. Ich gehe davon aus, dass ihr Einverständnis findet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Da geht es um die Beschlussfähigkeit dieses Kreisparteitages. 147 Delegierte sind grundsätzlich stimmberechtigt, wenn, und das sagt unsere Satzung, die Satzung der CDU Hessen, mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend ist, sind wir beschlussfähig. Dem Augenschein nach ist das der Fall. Ich sehe hier auch keinen Widerspruch. Wenn jemand Zweifel hat, dann selber durch. Aber wir haben ja auch noch eine Mandatsprüfungskommission, die unter Tagesordnungspunkt 6 genau das bestätigen wird. Also insofern würde ich jetzt gerne die Beschlussfähigkeit dieses Kreisparteitages von hier aus feststellen. Bitte, dass Ihr Einverständnis, bitte ich um das Handzeichen. Herzlichen Dank, Gegenstimmen, Enthaltung, einstimmig, ohne Enthaltung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, die Wahl eines Versammlungsleiters. Ich schlage vor, dass uns durch diesen Kreisparteitag, durch diese Versammlung, unser Ehrenkreisvorsitzender und Regierungspräsident AD Lutz Klein führt. Gibt es Gegenvorschläge? Die gibt es nicht. Wer ist dafür, dass der Lutz Klein das für uns macht? Bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank, Gegenstimmen, Enthaltungen. Das ist einstimmig für dich, lieber Lutz. Nimmst du die Aufgabe an? Ich nehme die Wahl an. Danke für das Vertrauen. Prima, wunderbar. Und damit übergebe ich an Lutz Klein für die Regie. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, herzlichen Dank für das Vertrauen. Vor uns liegt eine lange Tagesordnung. Draußen scheint die Sonne. Und das kriegen wir nur ordentlich durch, wenn wir diszipliniert den Vormittag zusammenarbeiten, damit wir dann noch die Sonne mit unseren Familien genießen können. Also, deshalb rufe ich jetzt auf 5b, Wahl der Stimmzählkommission. Wir schlagen Ihnen vor, Markus Nordmeier als Vorsitzenden und zwei Gruppen zu bilden. Gruppe 1, Ruth Constantino aus Korbach, Alisa Lauer aus Korbach, Till Wallrath aus Bad Wildung, Helmut Rübsam aus Bad Wildung, Thomas Schön, Diebelstadt, Luca Rampe, Frankenberg, Fabian Priel, Allendorf und Lars Neumeier, Korbach. Die Gruppe 2, Leon Frick, Frankenberg, Sören Wasmuth, Burgwald, Björn Stöcker, Diemelsee, Bernd Schaub, Volkmaßen, Herbert Kleinschmidt, Volkmaßen, Markus Simon, Bad Arolsen, Karl Klebig, Bad Arolsen, Dirk Schreiber, Korbach. Das sind die zwei Stimmzählkommissionen unter dem Vorsitz von Markus Nordmeier. Werden andere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Wer diesen Gruppen zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Dann sind Sie einstimmig so gewählt. Dann zur Wahl der Mandatsprüfungskommission. Hier werden folgende Personen vorgeschlagen. Anni Berthold aus Waldeck, Angelika Lötzer Edertal, Rainer Hesse aus Frankenberg, Fritz Schäfer aus Höhen. Andere Vorschläge? Nicht der Fall. Wer für die Personen sind, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Auch keine. Einstimmig so gewählt. Der Tagesordnungspunkt 6, Bericht der Mandatsprüfungskommission, kann natürlich jetzt noch nicht kommen. Deshalb schlage ich Ihnen vor, dass wir zurückgestellt, bis die Berichte durch sind und die richtig gezählt haben und hier berichtet wird, wie viele stimmberechtigte Delegierte da sind. Sind Sie damit einverstanden? Danke. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7a, Bericht des Kreisvorsitzenden. Das Wort hat unser Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender Armin Schwarz.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sie haben es der Tagesordnung genommen. Ich werde den Bericht des Kreisvorsitzenden und dann anschließend den Bericht aus dem Deutschen Bundestag hintereinander gehen und spricht einiges dafür, dass wir die Aussprache dann auch gemeinsam machen wollen. Bei aller Notwendigkeit für Präzision, bei aller Ernsthaftigkeit der Themen. Ich habe das schon gehört bei dem schönen Wetter und dem Hinweis darauf, dass es auch noch eine zweite Tageshälfte gibt. Ich will es in einer angemessenen Länge halten und gucke jetzt auch auf die Uhr, dass mir das hoffentlich gelingt. Meine Damen und Herren, die Welt hat sich gewandelt. Es ist die Rede von einer Zeitenwende und ich glaube, nie zuvor, zumindest in meiner Erinnerung, hat der Begriff Zeitenwende die Situation genauer beschrieben als in dieser ernsthaften Phase. Ich erinnere mich noch dran, als wir das letzte Mal zu einem Wahlkreisparteitag zusammenkamen, das war Ende Februar 2020 im schönen Geismar, hatten wir vorher eine Diskussion. Da kommt eine Pandemie, können wir das machen? Ist es verantwortbar, dass wir einen Kreisparteitag in Präsenz durchführen oder wollen wir das lieber auf unabsehbare Zeit in den Sommer verschieben? Ich erinnere mich noch an mahnende Worte von General Sude. Der hat damals schon gewusst und gesagt, da kommt etwas auf uns zu, das wird uns lange beschäftigen. Ich will ganz ehrlich sagen, ich habe das damals in der Dimension nicht erwartet und schon gar nicht, dass uns zwei Jahre später dieses Thema in dieser Form nach wie vor so beschäftigt, wie es es tut, mit Zahlen, die bemerkenswert sind. Und dass wir bei allen Maßnahmen, die wir begriffen haben, die Situation noch nicht so beherrschen, wie wir es uns gewünscht haben. Und von der einen Krise in eine noch größere, wenn ich das so sagen darf, direkt hineinrutschen, eine Krise epochalen Ausmaßes. Das haben wir in der Tat weder so erwartet, noch haben wir es uns in irgendeiner Form gewünscht. Wenn wir die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, ist festzustellen, die Lebens- und Arbeitsweise haben sich in der Tat deutlich verändert. Es ist alles anders geworden. Wir haben Lockdowns erlebt. Das gab es in unserer Lebenszeit in der Form nicht. Homeoffice, Homeschooling, Videokonferenzen, kaum Begegnungen, kaum Festivitäten, kein Altstadt- und Kulturfest, kein Viehmärkte, keine Schützenfeste, keine Freischießen. Und in der Tat, das macht etwas mit Gesellschaft, das macht in der Tat auch etwas mit Menschen. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, diese Gesellschaft trotz aller Schwierigkeiten und Widrigkeiten beieinander zu halten und die in der Tat schwierigen Akteure, die sich zusammengerottet haben und versucht haben, alles zu torpedieren, was an Maßnahmen da war, nicht obsiegt haben und momentan auch zum Glück die Straßen oder Straßenbild verlassen haben, meine Damen und Herren. Der Bedarf allerdings an Austausch, der war trotz dessen groß, obwohl die Begegnungsfrequenz erkennbar nachgelassen hat, denn wir hatten eine enorme Ereignisdichte an Wahlen. Wahlen müssen vorbereitet sein, dementsprechend auch mit Parteitagen und Großveranstaltungen. Und das will ich mal sagen. Das gehört auch zu einem Kreisparteitag. Diese Kreispartei ist fleißig. Und in dieser Kreispartei ist in den letzten 25 Monaten viel geschehen. Ich habe das mal hintereinander gestellt. Wir haben in der Tat 11 Kreisvorstandssitzungen gehabt, 10 Kreiskonferenzen darüber hinaus, also unter Einbindung aller Stadt- und Gemeindeverbände. Wir hatten 3 Kreisparteitage, einen Bezirksparteitag und eine besondere Ehre für uns, einen Landesparteitag im schönen Willingen. Das gab es in dieser Dichte in der Tat noch nie. Ich will schlaglichtartig zumindest auf wenige Parteitage zu sprechen kommen, denn die waren die Vorbereitung, der Aufmarschplan dafür, dass wir Kommunalwahlen haben durchführen können. Und deswegen
die Vorbereitung in Gottelsheim für die Liste, auch unter Zuhilfenahme unserer Akteure im Wahlvorbereitungsausschuss und natürlich der Kreisparteitag für die Durchführung und Beschlussfassung über unser Programm sind da zu erwähnen, aber natürlich auch nach Abschluss eines Koalitionsvertrages eine Beschlussfassung in einer Einmütigkeit, die Gutenberg Frankenberger CDU in der Form hinbekommt. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass Sie, dass wir trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hier so dicht beieinander geblieben sind und so engagiert zusammengeführt haben. Mein besonderer Dank gilt, und da sind nicht alle dabei gewesen, dass Sie mich unterstützt haben in der Nachfolge von Bernd Siebert, Bezirksvorsitzender der CDU Kuhhessen-Waldeck zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich herzlich grüßen von Bernd Siebert, mit dem ich gestern Abend noch telefoniert habe, der in der Tat auch am Überlegen war, ob er heute Morgen hierher kommt. Herzliche Grüße von ihm, es geht ihm gut. Wir stehen im ganz engen Austausch und wir werden auch gemeinsam am Montag einen Termin haben mit dem Bezirksvorstand, wenn wir im schönen Sachsenhausen die Praxis von Herrn Dr. Wittmann besuchen werden. Insofern beste Grüße von ihm. Wir hatten Kommunalwahl, auf die ich gerade gleich noch mal zu sprechen kommen werde, Landratswahl und Bundestagswahl. Aber was uns trägt und was uns stabil hält, sind natürlich auch die Bürgermeisterwahlen. Und ich bin froh darüber, dass das gut geklappt hat. Deswegen fangen wir mal vorne ein an. Im November 2020 Wiederwahl von dem Christian Klein, den ich eben gerade nochmal besonders gewürdigt habe. Neu im Amt, Nachfolger von Hans Wasmuth, der Stefan Jakob, der Henning Scheele, der ist in dieser Phase ins Amt gekommen. Die Wahl war in der Tat schon etwas zuvor, aber am 1.3., wenn ich es richtig notiert habe, ist er ins Amt gekommen. Und morgen die Bürgermeisterwahl in Bad Arolsen. Wir haben eben gerade aus Korbach schon schöne Grüße in Richtung Arolsen, Marco Lambion gerufen. Die Flyer liegen aus. Und insofern, die CDU Waldeck-Frankenberg kann auch Bürgermeister und das tut uns gut, wenn wir in den Städten und Gemeinden gut vertreten sind. Und da bin ich froh und dankbar drüber. Die Wiederwahl, das will ich jetzt mal auch nicht außen vor lassen, von Jürgen Vollbracht, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Ich habe nur den Blick genommen, lieber Jürgen, auf die letzten 2 Jahre und deine Wahl war ja 2018. Insofern, toll, dass wir Bürgermeister haben, toll, dass wir da unsere Leute auch durchbringen, weil die wirklich gut sind. Und denen können wir von hier aus mal herzlich gratulieren und applaudieren, meine Damen und Herren. Ja, die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben wir nicht gemacht, weil uns nichts Besseres einfiel, sondern die waren in der Tat die Grundlage dafür, dass wir eine Kommunalwahl ordentlich bestreiten konnten. Deswegen, obwohl wir zu der Kommunalwahl x Parteitage gemacht haben und Kreiskonferenzen, das nochmal. Ein Ziel haben wir erreicht bei der Kommunalwahl, nämlich stärkste Kraft in Waldeck-Frankenberg zu werden. Lieber Timo Hartmann, wir hatten uns ehrlicherweise noch mehr versprochen. Allerdings, wir wissen genau, das große Wasser nimmt das kleine mit. Und der Gesamttrend auf Bundesebene, der war in den letzten 3 Jahren nicht immer ganz optimal, um es mal vorsichtig anzudeuten. Aber wir haben es geschafft, die SPD 4 Plätze hinter uns zu lassen und eine große Koalition mit umgekehrten Vorzeichen dann hinzubekommen. Eine zweite große Koalition, die von uns geführt wird und einen Koalitionsvertrag, der zweifelsohne, lieber Karl Frese, unsere Handschrift trägt. Wir stellen den ersten Bürger des Landkreises Waldeck-Frankenberg, der kommt nämlich gerade hier auf die Bühne. Und auch nach der Landratswahl, das will ich sehr deutlich sagen, wird die Große Koalition stabil ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Und die Arbeit mit Landrat Jürgen van der Horst, die findet sich. Wir werden da gemeinsam inhaltlich die Dinge sehr, sehr konstruktiv und gut nach vorne bringen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und wir werden dann auch, das ist nicht mehr lange hin, unseren ersten Kreisbeigeordneten
zur Wiederwahl auf die Tagesordnung stellen. Nämlich der Karl Frese macht eine fantastische Arbeit. Das will ich von dieser Stelle aus mal sehr, sehr deutlich sagen. Der Karl Frese ist erfahren, der Karl Frese ist krisenfest. Der Karl Frese hat uns vorzüglich durch Corona gemanagt und der Karl Frese hat uns auch jetzt in der anlaufenden Flüchtlingswelle mit den armen Familien aus der Ukraine bestens vorbereitet darauf, was kommen wird. Insofern, lieber Karl Frese, herzlichen Dank für deine Arbeit und lass uns kommen. Berichterstattung, die muss schon dann auch chronologisch und vollständig sein. Ich hatte eben schon Bezug genommen auf Landratswahlen, die am selben Tag waren, an dem auch die Bundestagswahl stattgefunden hat. Da hatten wir uns mehr versprochen. Und deswegen, ich behaupte bei fast jedem Kreisparteitag, heute trete ich hier zum sechsten Mal an, als Kreisvorsitzender gesagt, Geschlossenheit und wechselseitiges Vertrauen sind Grundlage für jeglichen Erfolg. Und weder Parteimitglieder noch die Wählerschaft finden es irgendwie schön, wenn da Streit ist, wenn da Misstrauen ist, wenn Missgunst ist und wenn im eigenen Laden Personaldiskussionen laufen. Und die CDU Deutschlands, der hat es leider geschafft, von Ende Oktober 2018 bis in den Januar 2022 mit sich selbst zu beschäftigen. Einige waren dabei, 2018 in Hamburg, als es um Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz ging. Ergebnis ist bekannt. Danach haben wir nie richtig Fuß gefasst. Da hat mir teilweise unsere damalige Bundesvorsitzende leid getan. Dann ein quälender Prozess in der Findung eines Nachfolgers und Kanzlerkandidaten mit Armin Laschet. Das hat dann wiederum zu einer schlechten Stimmung zusammengeführt. Stimmung macht dann auch Stimmen. Das konnten wir besichtigen bei Landtagswahlen und wir konnten es insbesondere besichtigen bei der Bundestagswahl 2021, wo wir uns alle viel mehr versprochen hatten, wo wir im Vergleich, lieber Thomas Wiesehorn, Vergleich zu 2013, 40% unserer Wählerschaft verloren haben. 40%. Von 49,5% auf 24 runtergerutscht. Und das hat dann auch etwas natürlich mit einer Gesamterscheinung und einem Gesamtbild zu tun, was man abgibt. Und ich will ausdrücklich sagen, es hat nicht gelegen an unseren Bundestagsabgeordneten. Deswegen will ich an dieser Stelle auch nochmal den Thomas Wiesehorn besonders hier nach vorne holen und beleuchten. Der hat nämlich immer eine wirklich fantastische Arbeit, sowohl im Deutschen Bundestag, wie mir permanent berichtet wird. Was macht eigentlich der Thomas? Verkehrsausschuss, ist er, da fehlt er uns. Genauso wie Bernd Siebert im Verteidigungsausschuss in der Tat eine echte Marke war, bestens vernetzt. Nein, es hat an der Gesamterscheinung der Union gelegen, auch zweifelsohne im Wettbewerb mit Bayern. Das alles ist zum Glück jetzt bereinigt. Und ich merke ein Durchatmen, ich merke ein Aufatmen, nachdem wir mit 96% Friedrich Merz zum Bundesvorsitzenden gewählt haben. Das ist wirklich ein grandioser Erfolg. Ich weiß, dass die CDU bei Frankenberg auch 2018 schon hohe Sympathiewerte für Friedrich Merz hatte. Die Dinge sind so, wie sie sind. Wir haben Friedrich Merz, er führt die Opposition vorzüglich. Das will ich sagen. Und er führt auch die Fraktion vorzüglich. Und das sehen Sie mit jedem Auftritt, den er in den Bundestagssitzungen, aber darüber hinaus entsprechend auch zeigt.
aber zu den Inhalten komme ich gleich zu sprechen. Friedrich Merz steht in der Tat für Einigkeit und Aufbruch. Und das, was jetzt vor uns steht, das ist ja nicht ganz egal. Am Sonntag sind ja nicht nur Wahlen im schönen Bad Arolsen, sondern auch im Saarland. Und da wissen wir, dass das für Tobias Hans sehr schwierig werden wird. Deutet viel darauf hin, dass wir als CDU im Saarland nach über 20 Jahren den Ministerpräsidenten bzw. seinerzeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer die Ministerpräsidentin nicht mehr stellen werden. Hoffe, dass es dann gelingt, auch eine große Koalition zu bauen mit umgekehrten Vorzeichen. Aber eine Wahl ist eine Wahl, deswegen wollen wir das jetzt noch nicht kleinreden. Aber die Perspektiven für das, was dann kommt, nämlich Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dann auch noch Niedersachsen, sind nach meiner Einschätzung gut. Und ich glaube, da gilt auch genau das. Die Einigkeit und die Aufbruchstimmung, die wir momentan erleben, in der Partei, in der Fraktion, die ist schon schwebend und beflügelnd, das wollte ich gesagt haben. Und darüber hinaus lade ich euch alle herzlich dazu ein, sich einzubringen bei der CDU-Grundsatzkommission. Wir werden ein neues Grundsatzprogramm auf den Weg bringen. Vorsitzender dieser Grundsatzkommission zur Erstellung des Programms ist Carsten Lindemann, uns gut bekannt. Er war ja schon mehrfach hier im schönen Waldeck-Frankenberg. Und da gibt es ja gute Ideen, unter anderem aus dem schönen Battenberg. Wir hatten uns ausgetauscht über die Fragestellung, wie finanzieren wir beispielsweise dauerhaft für die Kommunen tragfähig auch die Kitas. Dazu hören wir unter den Anträgen einen Aufschlag, da freuen wir uns schon drauf, aber alles in der Tagesordnung, ich will es nur schon mal vorneweg sagen. Also bringen Sie sich bitte ein. Und wenn ich davon rede, dass in diesem Jahr 4 Landtagswahlen anstehen, komme ich nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass wir 2023 auch Wahlen haben. Das klingt jetzt alles so ganz, ganz weit weg. Ja? 1,5 Jahre, die gehen ganz schnell dahin. Und im September, wenn es von der Landesregierung so festgelegt wird, werden Landtagswahlen in Hessen und wahrscheinlich auch in Bayern sein. 2023. Und wir sind jetzt dran, den Aufmarschplan so zu schreiben, dass wir die Erfolgsgeschichte im Lande Hessen fortsetzen. Und wenn wir dann in die neue Legislaturperiode 2024 gehen, das zweite Vierteljahrhundert dann anbrechen. Denn seit 1999 ist dieses Bundesland CDU geführt. Erst unter Roland Koch, dann unter Volker Bouffier. Würde ich sagen, in dieser Zeit hat sich unser schönes Bundesland prächtig entwickelt und das mit unseren Akteuren, mit unseren Ideen und mit unserer CDU bei den Frankenberg, liebe Freunde. Und bei Partei ja nichts Anonymes ist, sondern immer von Persönlichkeiten, Charakteren und Ideen getragen wird, bin ich heilfroh, dass es gelungen ist, in Fulda bei unserem 8. Kühnzeller Treffen mit Boris Rhein, einem ganz erfahrenen Landespolitiker, mit im Übrigen dem ersten Bürger des Landes Hessen als Landtagspräsident, eine tolle Persönlichkeit zu platzieren. Ich bin Volker Bouffier dankbar dafür, dass er wirklich klug, besonnen eine Nachfolge vorbereitet hat, ohne dass es dort einen Wettbewerb gegeben hat, der im offenen Schaufenster ausgetragen werden musste. Wir haben als CDU Hessen gute und geeignete Persönlichkeiten, die natürlich in Frage gekommen wären, aber ein Vorschlag, der überzeugt. Ich habe immer gesagt, ein Ministerpräsident
der eine Vorlaufzeit hat vor seiner eigenen ersten Wahlkampagne, hat natürlich bessere Voraussetzungen. Und ein ehemaliger Staatssekretär im Innenministerium, ein ehemaliger Innenminister, ein ehemaliger Minister für Wissenschaft und Kunst und ein amtierender Landtagspräsident bringt viel Erfahrung, viel Vernetzung, viel Kompetenz mit. Das ist schon mal das eine. Und dann geht es um Sympathie. Und da ist der erste Schritt, der mal erforderlich ist, dass am 31. Mai die Koalition unseren Freund Boris Rhein zum Ministerpräsidenten der Nachfolge fast 12 Jahren von Volker Bouffier wählt. Ich habe keine Zweifel, dass das gelingt. So dicht bin ich dran. Die Grünen, die als Koalitionspartner immer vertragstreu waren, haben gesagt, selbstverständlich auf euren Vorschlag, das steht im Koalitionsvertrag drin, wählen wir selbstverständlich denjenigen oder diejenigen, die von euch platziert wird. Aber im Fall von Boris Rhein bin ich ganz besonders davon überzeugt, dass das eine sehr, sehr gute Wahl sein wird. Boris Rhein kann Koalition, Boris Rhein kann Partei und Boris Rhein kann auch Persönlichkeit und Popularität. Denn wenn wir am 31. Mai einen neuen Ministerpräsidenten mit Boris Rhein haben werden, der mir versprochen hat, dass er danach auch eine Riesenreise durch das schöne Nordhessen machen wird, wir werden ihn alle besuchen, ihr könnt ihm alle dann die Hand schütteln. Das ist alles so verabredet, der wird kommen. Dann werden wir am 2. Juli eine Krönungsmesse feiern und mit vielleicht 99% ihn zum neuen Landesvorsitzenden wählen, in der Nachfolge von Volker Bouffier. Und dann sind wir mit breitem und geradem Kreuz gut aufgestellt und werden auch die nächste Landesregierung in Hessen ab 2024, das ist nämlich der Beginn der neuen Legislaturperiode, anführen, so stark wie es geht. Nämlich wenn wir wieder ordentlich über die 30%, gerne auch in Richtung 40% kommen, kommt an uns keiner vorbei. Und das ist mein erklärtes Ziel, liebe Freunde. Das bereiten wir jetzt vor und das sind die nächsten Schritte, die wir gehen werden. Und wenn wir über Landtagswahlen reden, das ist alles nicht mehr lang hin, will ich über unsere beiden Landtagsabgeordnete sprechen. Bereits, und wir haben im Kreisvorstand darüber gesprochen, ab Juni, der Geschäftsführer, der weiß die genauen Daten immer im Kopf, ich sage mal die Zeitfenster, können in den Stadt- und Gemeindeverbänden die besonderen Parteitage für die Delegierten entsprechend auf den Weg gebracht werden. Und ab Oktober findet dann bereits die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten statt. Und ich bin Claudia Ravensburg, liebe Claudia, sehr dankbar für deine Arbeit, die du präzise, fleißig und zuverlässig für Hessen, aber auch für deine Heimat machst. Eine hoch angesehene, hoch motivierte und hoch qualifizierte Ansprechpartnerin im Allgemeinen im Bereich von Sozialpolitik, Gesundheitspolitik im Besonderen. Wenn wir unterwegs sind, diejenigen, die dann sie möglicherweise kennenlernen, jenseits des eigenen Wahlkreises, sind immer schwer beeindruckt. Und ich würde mir wünschen, dass du, aber da glaube ich, können wir zuversichtlich sein, wieder für uns antrittst und auch den Wahlkreis gewinnst. Genauso wie mein Nachfolger im Amte, unser Freund Jan Wilhelm Pohlmann. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, liebe Freunde, sich in so kurzer Zeit so reinzutanken. Seit dem November ist Jan Wilhelm Mitglied des Hessischen Landtags und bei allen Drähten, die in Richtung Wiesbaden nach wie vor bestens vorhanden sind, bin da im engen Austausch sehr regelmäßig, jede Woche. Er ist da eingeschlagen wie eine Bombe im positiven Sinne. Macht da eine tolle Arbeit, bildungspolitisch, digitalpolitisch, hat dort das besondere Vergnügen, auch schon in Untersuchungsausschüssen tätig sein zu dürfen. Das ist jetzt mal mit dem Augenzwinkern, das ist nicht jeden Tag nur Heiterkeitsversprühen. Aber er macht
klappt das prima. Insofern, lieber Herr Wilhelm, auch ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Das sind unsere Landtagsabgeordnete und den applaudieren wir jetzt mal. Vorhin gesprochen über die Vorbereitung im Aufmarschplan, habe vorhin davon gesprochen, wie schwierig die Bundestagswahl war, wo wir uns viel mehr versprochen hatten, wo ich, das will ich gar nicht jetzt alles replizieren, dann über die Liste als nordhessischer Spitzenkandidat einziehen konnte, die liebe Anna-Maria Bischoff, von der ich ebenfalls herzlich grüßen darf, hat es leider nicht geschafft. Sehr bedauerlich. Michael Aufnanger, mein kreisvorsitzender Kollege, hat es ebenfalls nicht geschafft. Mein Kollege Wilhelm Gebhardt, Bürgermeister Manfred, auch nicht geschafft. Denn wir haben einen substanziellen Verlust erfahren in der Landesgruppe. Von 17 Bundestagsabgeordneten sind noch 12 geblieben. Es waren mal 22, lieber Thomas Wieso. Es waren mal 22, aber jetzt noch 12 von. Das hat etwas natürlich mit uns gemacht. Und die Landesliste hat wieder gegriffen. Und weil wir keine Zufälligkeiten jetzt haben wollen und brauchen, da bin ich jetzt sofort wieder bei der Landtagswahl. Bin ich froh darüber, dass bei einer minimalinvasiven Wahlkreisreform es gelungen ist, in Nordhessen die Wahlkreise, die gewinnbar sind, so zuzuschneiden, dass sie stabil sind und dass sie gute Aussichten haben, auch wieder direkt gewählt zu werden, auch in stürmischen Großwetterlagen. Deswegen, wir kennen das alles, weil der Frankenberg ist schön und wegen der Anzahl der Wahlberechtigten gegen Lichtenfels, lieber Henning Scheele, du weißt das, war mal im Wahlkreis Waldeck im Fünfer, war bei mir. Dann fehlten der Kollegin Ravensburg ein paar Stimmberechtigte, dann ging die schöne Stadt Lichtenfels in die Richtung, kurz und klein. Wir haben jetzt eine minimalinvasive Korrektur. Lichtenfels, Herr Wilhelm, geht zurück in den Norden. Und es kommt noch Naumburg hinzu aus dem schönen Landkreis Kassel. Und ich glaube, der Ravensburg wird noch mit Fritzlar beglückt werden. Das sind alles sicherlich Zuschnitte, die arrondieren, die räumlich ordentlich zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht schädlich für die Aussichten für die Landtagswahl. Denn ihr beiden werdet und wollt den Wahlkreis, euren Wahlkreis direkt gewinnen und mit Boris Rhein dann den Ministerpräsidenten unterstützen, liebe Freunde. Deswegen viel Erfolg dafür. Wir haben da noch viel zu tun, aber das bekommen wir gemeinsam. Ich will schließen mit uns, Bund, Land und Kreis. Wir haben heute hier einen Kreisparteitag. Und wenn das gilt, was für Bund und Land gilt, Geschlossenheit und Verlässlichkeit, dann gilt das für die CDU bei der Frankenberg insbesondere. Deswegen, lieber Lutz, einen Blick ganz kurz zurück. In schwierigen Zeiten in den Nullerjahren, als du dann zum zweiten Mal Kreisvorsitzender Boris, als Interimskreisvorsitzender, wenn ich so sagen darf. Ich durfte mit Claudia Ravensburg dich stellvertreten. Da haben wir die CDU Waldeck-Frankenberg wieder verlässlich mit klarem Kompass finanziell seriös aufgestellt. Und genau das gehört zusammen. Und du hast die Grundlagen, wir haben gemeinsam die Grundlagen dafür geschaffen, dass wir jetzt, und ich glaube, die Ergebnisse, die ich eben gerade auch kommunalpolitisch mal skizziert habe, von der Bürgermeisterwahl bis hin zur stärksten Kraft in Waldeck-Frankenberg, über die Direktmandate, die wir hier holen, das zeigt sich, dass Einigkeit und Verlässlichkeit und wechselseitiges Vertrauen bei uns ganz besondere Werte sind. Und ich würde mir wünschen, liebe Freunde, dass wir diesen Kreisparteitag
dieses genauso als Signal weiter ausgegeben wird auf die CDU Waldeck-Frankenberg. Ist Verlass auf die CDU Waldeck-Frankenberg, kann man bauen. Und die CDU Waldeck-Frankenberg und die sie tragende Akteure sind so tolle Typen, dass sie auch immer gut zur Wahl stehen, liebe Freunde. Insofern so viel zu meinem Bericht als Kreisvorsitzender über die vergangenen 25 Monate. Und wenn das Ihr Verständnis findet, atme ich kurz durch und berichte direkt anschließend über die Lage im Bund und im Bundestag. Vielen Dank schon mal für das Zuhören im ersten Kapitel. Ja. Jetzt im Staccato. Drei Punkte. Koalition, Haushalt und Ukraine. Liebe Freunde, die Koalition, die linksliberale Zusammenführung, die Ampel, gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten, hat den Arbeitsmodus nach wie vor nicht wirklich gefunden. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ein munterer Oppositionspolitiker bin, der das sagen muss. Ganz im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt in dieser schweren Krise, in der schwersten Krise, die wir in Europa, ja vielleicht sogar in der Welt seit 1945 haben, eine Regierung hätten, die handelt, die entscheidet und so kommuniziert, dass sie die Bevölkerung auch mitnimmt. Und das fehlt mir an dieser Stelle und ich glaube, das geht uns allen. Wir haben eine Regierung, die in substanziellen Fragen keine eigene Mehrheit hat. Die Ankündigung einer Impfpflicht bis Ende Februar, Ende Februar ist rum, wir reden von Ende Februar 2022, ist nichts geworden. Die Diskussion darüber wabert munter weiter. Die Fragestellung, wie geht es weiter mit dem Infektionsschutzgesetz, 20. März ausgelaufen. Keine Entscheidung an die Länder weitergegeben. Ja, könnt ihr euch mit beschäftigen. Die Fragestellung, wie gehen wir mit der Entlastung Energiepreise um? Gesamtpaket, nächtliche Verhandlungen in Berlin von Mittwoch auf Donnerstag die ganze Nacht durchverhandelt. Und dann kam dann endlich etwas, ich sage zu spät und zu wenig. Da wundere ich mich manches Mal, warum wir da so lange brauchen. Da sind andere Länder viel, viel schneller. In Polen konnte man beispielsweise letzte Woche für 1 Euro tanken. Das kriegen die hin. Das kriegen die ganz zügig hin. Könnt ihr noch einen weiteren Blick werfen auf die hessische Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die offensichtlich nichts dazu gelernt hat. Es wäre so einfach, wie das in Polen gemacht wird, unverzügliche Registrierung an der Außengrenze, dann mit Unterstützung der Länderzuweisung. So bleibt es dann wieder in der Meldekette hinten hängen und Karl Frese, die Landkreise, die Bürgermeister und Gebietskörperschaften haben dann zum Schluss die Arbeit damit in der Zuweisung. Das ist weder Führen noch entsprechendes Planen. Und da werde ich aber gleich nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, was den Haushaltsplan betrifft. Aber als politische Setzung sei das an dieser Stelle getan. Sie haben alle in Erinnerung die Regierungserklärung an einem Sonntag von Bundeskanzler Olaf Scholz, wo angekündigt wurde, wir werden in Zukunft mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Punkt. Wir werden ein Sondervermögen für Investitionen im Verteidigungsbereich in Höhe von 100 Milliarden bereitstellen. Punkt. Jetzt braucht man nicht Sprachwissenschaftler zu sein, um zu erkennen, was das bedeutet. Sowohl als auch bedeutet es. Sowohl als auch. Was jetzt aber geschieht, weil diese Koalition, wie eben gerade gesagt, keine eigene Mehrheit hat, Sie genau wissen, für das Sondervermögen ist sie abhängig von der größten Oppositionsfraktion, nämlich der Union. Wir brauchen eine Verfassungsänderung mit einer Zweidrittelmehrheit. Versuchen Sie, Schulden zu machen und diese dann über 5 Jahre abzuschichten, denn der aktuelle Verteidigungsetat liegt bei 50,1 Milliarden Euro.
Und um die 2% zu erreichen, wären 20 Milliarden oben aufzulegen. Da wären wir exakt unter Bemessungsgrundlage aktuell bei 2% des Bruttoinlandsprodukts. Nach 5 Jahren wäre die Veranstaltung zu Ende. Das mag sein. Wir haben 2014 diesen NATO-Vertrag unterschrieben und wenn es immer heißt, ja, ihr seid doch selber schuld, ihr wart doch an der Macht, ihr habt doch immer die Verteidigungsminister gestellt. Ja, schöne Grüße. Ich will nicht von eigenen Fehlern ablenken. Ich will ausdrücklich nicht von eigenen Fehlern ablenken. Aber der Wahrheit eher. Da fange ich mal 2009 an. Es war die FDP. Es war Guido Westerwelle, der erklärt hat, erstens sparen wir und zweitens setzen wir die Wehrpflicht aus. Wenn wir das nicht tun, unterschreiben wir den Koalitionsvertrag nicht. Das war 2009. Schwarz-Gelb. Danach folgten 2 große Koalitionen. Wir wissen das alles sehr genau. Und 2014, bei der und nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, als zum ersten Mal mit militärischer Gewalt nach 1945 wieder Grenzen in Europa verschoben wurden, haben wir gesagt, wir müssen unbedingt den Wehretat wieder hochfahren, wir müssen wieder verteidigungsfähig werden, damit wir nicht nur Landesverteidigung können, sondern dass wir auch dem Vertrag mit der NATO nachkommen können. Und es hat immer, damit das geklärt ist, weil diese Geschichten immer so schön klingen, an den Koalitionspartner gelegen, dass das nicht so kam. Vor 8 Jahren hätten wir bereits bewaffnete Drohnen anschaffen müssen. Vor 8 Jahren hätten wir bereits unter dem Stichwort der nuklearen Teilhabe eine Tornado-Nachfolge, wo wir jetzt mit der amerikanischen F-35A endlich mal was auf den Weg bringen, etwas hinbekommen müssen. Wir hätten eine Nachfolge für den Kampfhubschrauber Tiger. Fritzlar, einzige Kampfhubschrauberregiment, was wir überhaupt haben, auf den Weg bringen müssen. Nichts ist geschehen und es ist permanent gescheitert am Koalitionspartner, weil wir keine Mehrheit hatten. Und wenn ich das so sage, hat es den Vorteil, die Geschichte stimmt. Ja, wir haben 2014 den Wehretat hochgefahren von Mitte 30 Milliarden auf mittlerweile 50 Milliarden. Nur es reicht schlicht nicht. Aktuell geben wir 1,4% aus. Und wenn der Generalinspekteur sagt, das Heer ist blank, dann ist die traurige Botschaft, diese Aussage stimmt. War jetzt vor kurzem, der eine oder andere wird es gesehen haben, in Fritzlar, konnte mit einer C-135 die Tiger begleiten. 85 angeschafft, Waffensystem seit 85 nicht erneuert. Nicht erneuert. Die reparieren sich aus sich heraus. Das bedeutet, der eine steht da und dann werden Teile in den anderen, damit überhaupt geflogen werden kann. Wir wollten ursprünglich fliegen mit einem Schwarm. Das hat 4 Helikopter. Wären das gewesen? Mit dem Kommandeur nähere ich mich den Tigern. Da standen nur 3. Ich sagte, das ist aber komisch. Ja, zum Schluss sind 2 abgehoben, also eine Rotte. Das haben die vorbildlich gemacht. Die sind top qualifiziert, die Soldaten. Die sind top motiviert, die Soldaten. Deswegen meinen allergrößten Respekt und Dank. Und da würde ich Sie auch um Applaus bitten für die Kameradinnen und Kameraden, die für uns da eine fantastische Arbeit machen. Auf das Kapitel Ukraine komme ich gleich, aber im Staccato 3 Sätzen zum Haushaltsplan. Wir hatten Haushaltsberatung diese Woche und auch dort mangelt es an der Klarheit. Es ist ein Wohlfühlhaushalt, der geplant ist. Da sind die Versprechen vom Gendern bis hin zu einer feministischen Außenpolitik, ich habe nach wie vor nicht begriffen, was das genau bedeutet, hinterlegt, wo auch unterschiedliche Toilettenprogramme hinterlegt sind für alle Geschlechter, die es in unterschiedlicher Form gibt. Für mich war das früher relativ klar, wie die Welt sortiert ist. Aber ich will nur sagen, es gibt meiner Ansicht nach jetzt in Krisen- und Kriegszeiten die Pflicht und Schuldigkeit eines Kanzlers, einer Regierung zu führen und Prioritäten zu setzen und abzuschichten und zu gucken, was muss ich jetzt tun. Und wenn wir Haushaltsberatungen haben und dort einen Kernhaushalt
vorgestellt bekommen, in einem Rekordvolumen, 450 Milliarden, einen angekündigten Nebenhaushalt in unbekannter Größe, angekündigte Netto-Neuverschuldung von 99,7 Milliarden, zuzüglich eines dringend und zwingend erforderlichen Sondervermögens für die Bundeswehr von 100 Milliarden, zuzüglich 60 Milliarden nicht ausgegebener Corona-Milliarden, 60 Milliarden aus Corona-Mitteln aus der Zeit 2021, 2020, dann stellt man fest, es werden Gelder nebeneinander gestellt, ein Haushalt mit vier Nebenhaushalten, und das finde ich ehrlicherweise auch nicht generationengerecht, das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Ich sage es sehr klar und pointiert, Zeitenwende muss auch geistig vorbereitet werden. Zeitenwende bedarf dann auch einer Aufgabenkritik und Zeitenwende bedeutet auch entsprechende Weichenstellung. Und insofern ist das Ganze aus meiner Sicht auf die Dauer so nicht tragfähig, nämlich die Frage der Generationengerechtigkeit ohne eines dogmatischen Festhaltens an der Schuldenbremse ist da sicherlich eine Frage. Letzte Bemerkung aus dieser Plenarwoche. Das Gesetz, was gestern verabschiedet worden ist, Energiegesetz zur Füllstandsvorgabe für die Gasspeicher, das entspringt unserer Feder. Das ist ein bisschen Copy and Paste. Es geht darum, dass im November eines Jahres die Gasspeicher über 90% gefüllt sein sollen. Das ist grundvernünftig, denn wir wissen, wir brauchen eine Unabhängigkeit von Energie, insbesondere von Energie aus Russland. Und da komme ich auch schon zu dem gesamten Thema, was uns ganz besonders belastet. Eine Situation, die wir seit dem 24. Februar diesen Jahres haben, Krieg in Deutschland, Krieg in Europa, Entschuldigung, und die Auswüchse dieses Krieges sind in Deutschland angekommen. Nicht nur in der Frage der steigenden Energiepreise, sondern wer in Berlin in den Zug steigt, der wundert sich nicht, aber nimmt zur Kenntnis, dass man einen permanent überfüllten Hauptbahnhof vorfindet. Ich weiß nicht in welcher Taktung, aber die Taktung ist enorm. Gelb-blaue Züge fahren ein. Wer steigt aus? Junge Frauen mit kleinen Kindern, Jugendliche und wenige ältere Herrschaften. Wenige. Die Männer bleiben alle zu Hause. Die lassen sich, wenn sie noch nicht ausgebildet sind, alle mit einer Waffe ausstatten und wollen ihr Vaterland verteidigen. Das ist eine ganz bemerkenswerte Situation, wie mutig dieses Volk ist. Und da kann man nur sagen, allergrößten Respekt dafür. Und ich bin dankbar dafür, dass die deutsche Bevölkerung mit großer Solidarität, mit Hilfspaketen, Konvois auch die Menschen hier aufnimmt. Die wollen alle wieder zurück, wie ich höre, aber die brauchen jetzt die Chance, hier in Frieden und auch im Warmen leben zu können. Deswegen vielen Dank dafür, auch da nochmal in deine Richtung, lieber Karl Frese, dass du dich dafür engagierst und darum kümmerst, gemeinsam mit natürlich den Kommunalpolitikern und den Bürgermeistern. Die Frage ist, machen wir genug? Die Frage ist, was ist zu tun? Wir sind uns einig darüber, dass ein Kriegseintritt der NATO unabsehbare Folgen hätte. Deswegen es gilt, Diplomatie zu pflegen und die dann entsprechend auch auszudehnen. Ich hatte am Donnerstagabend die Gelegenheit, mit dem ukrainischen Botschafter einen langen Gedankenaustausch mit den Verteidigungspolitikern der CDU zu führen. Und er hat genau das gesagt, was ich auch gerade erlebt habe. Er ist wahnsinnig dankbar für die internationale Solidarität, für die internationale Unterstützung. Aber er sagt gleichermaßen, was ihr macht, ist zu wenig und es ist zu spät. 2000 Helme sind jetzt nochmal nachgeliefert worden. 2000 Stinger sind jetzt mal geliefert worden.
Im Februar diesen Jahres hat bereits vor Beginn des Krieges das ukrainische Außenministerium eine Liste in Berlin hinterlegt an Waffen, die es braucht. Nach wie vor keine Antwort darauf. Anfang März eine weitere Liste, nach wie vor keine Antwort darauf. Er hat berichtet, André Melnyk, dass er jetzt auf direkten Wege, ich nenne jetzt keine Namen, von Rüstungsherstellern einen Draht hergestellt hat und dann entsprechende Ausrüstung geliefert worden ist und er direkt bezahlt hat. Und im Übrigen über das Wirtschaftsministerium, das dann schnell lief. All das, was über das ganze Land läuft oder das Verteidigungsministerium, läuft nicht. Wir haben permanent, wir haben ein Staccato von Sondersitzungen des Verteidigungsausschusses. Da liegt man, mein Handy liegt da vorne, die Smartwatch in den Tresor, das Telefon in den Tresor, abhörsicherer Raum, Bundesnachrichtendienst berichtet. Seine Verschlusssache, die Ausschussvorsitzende erklärt jedes Mal, also selbst handschriftliche Notizen bitte anschließen zu den Akten, daraus darf nicht berichtet werden. Dass die Ausschussvorsitzende selbst hinterher berichtet, das will ich jetzt mal nur am Rande erwähnen. Aber natürlich die substanziellen Fragen, die Sicherheitsbetreffenden im Bundesnachrichtendienst mit Vizepräsident Wien, die können natürlich aus grundsätzlicher Erwägung heraus nicht erklärt werden. Aber wir haben in einem geschlossenen Raum, glaube ich, schon Anspruch darauf zu wissen, was wird von Deutschland geliefert. Wir bekommen schlicht keine Antwort von der Verteidigung. Und jetzt geklärt, das ist jetzt kein Geheimnisverrat. Ich weiß es schlicht nicht. Ich weiß in erster Linie das, was Melnyk uns gesagt hat, und da müssen wir besser werden. Und wir werden eine weitere Sondersitzung als Opposition Verteidigungsausschuss beantragen, damit wir diese Sache mit noch mehr Nachdruck haben. Nämlich das Ganze ist zeitrelevant. Die Waffen werden jetzt gebraucht. Und die Frage, wie das Ganze weitergeht, in einer Berichterstattung, wo das Gefechtsfeld vollkommen unklar ist, die einen erzählen das, die anderen erzählen das, ist schwierig. Tatsache ist, die Wehrhaftigkeit und die Mentalität der Ukrainer ist ungebrochen groß. Die brauchen nur schlicht Waffen und die sollten von uns geliefert werden. Und Zelensky und Melnyk machen da, wie ich finde, einen großartigen Job. Das ist wirklich vorbildlich, wie die für ihre Arbeit stehen. Fakt ist, wenn wir das mal auf Deutschland beziehen, verteidigungspolitisch abhängig von den Vereinigten Staaten, energiepolitisch von Russland und wirtschaftspolitisch von China. Das zeigt, es sind in der Vergangenheit strategische Fehler gemacht worden und da müssen wir in der Tat umlenken. Da ist viel zu tun, da stehen wir als Opposition gerne bereit. Wie geht es weiter? In der Ukraine ist fast keiner genauer. Diese Frage habe ich André Melnyk auch gestellt. Was ist denn eine Kompromisslinie? Was ist denn eine Möglichkeit, um diesen verfluchten Krieg jetzt zu beenden? Wie kriegt man Putin vom Baum? Sagt er, schwierig. Wenn er vom Tisch genommen wird, kann es passieren, dass er die Tischdecke mit runterreißt. Was das bedeutet, weiß man nicht genau. Es kann passieren, und das wäre wünschenswert, dass innerhalb der nächsten Woche oder zwei Wochen es zu einem Waffenstillstand kommt, dass man durchgeatmet werden kann und zur Besonnenheit man kommt. Aber ob das tatsächlich so sein wird, was dann in Richtung eines Friedensvertrages führt, das sei dahingestellt. Denn, das will ich schon erinnern, die Ukraine verteidigt unsere Freiheit in Europa, verteidigt unsere Freiheit in Europa. Das muss man immer wieder deutlich sagen, ansonsten wäre Russland nämlich schon direkt an der NATO-Grenze zu Polen. Und wenn wir denen jetzt nicht helfen und wenn wir jetzt nicht da zeigen, und das ist ja die gute Botschaft, eine der wenigen guten Botschaften in diesen Zeiten, der Westen ist so weit zusammengerückt, wie wir es seit über 30 Jahren nicht erlebt haben. Die Europäische Union steht, die Beschlüsse, die dort gefasst worden sind, hätten meiner Ansicht nach noch weitergehen müssen. Gestern im Europarat, aber es geht in die richtige Richtung. Und insofern, liebe Freunde, ich will an dieser Stelle einen allerletzten Blick drauf werfen, weil das, glaube ich, auch nicht ganz trivial ist.
Wie geht es mit der Frage der Lebensmittelpreise weiter? Karl, du warst dabei und der Timo ebenfalls. Wir hatten einen Gedankenaustausch in der letzten Woche mit der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Klöckner. Die kleine Kammer Europas ist die Ukraine, ist Russland. Fast ein Drittel des Getreides für die gesamte Welt kommt daher. Deswegen müssen wir uns landwirtschaftspolitisch so auch sicherlich etwas anders aufstellen. Der Christoph Dietz und alle Landwirte wissen das. Vor 30, 40 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland selber Korn in Richtung Afrika exportiert. Das macht jetzt alles die Ukraine, das macht jetzt alles Russland. Und wir wissen sehr genau, wenn in Nordafrika nichts mehr zu essen da ist, haben wir die nächsten Flüchtlingsströme. Und dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt werden, wissen wir auch aus Erfahrung, insbesondere von Putin. Ich will schließen, liebe Freunde. Und da muss man jetzt sowohl die Ernsthaftigkeit der Situation betrachten, aber auch die nötige Zuversicht an den Tag legen. Das Gespräch mit André Melding hat mir gezeigt, Mut, Entschlossenheit und Zuversicht und der feste Glauben an das Morgen sind die Grundlagen dafür, dass es weitergeht. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Krieg auch zu einem Ende kommt und wir hoffentlich zu einer Lösung kommen, die dann nachhaltig ist und nicht wieder nur ein Moratorium, um Putin für den Moment zu befrieden, dass es dann in wenigen Jahren dann weitergeht mit anderen Ländern. Also, an dieser Stelle, ich danke herzlich fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, gebe ich gerne Antworten darauf. Alles Gute und Glück auf. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Armin, für deinen Bericht als Kreisvorsitzender und aus dem Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank und ich rufe jetzt auf, verschiebe die Aussprache, bis auch die Mitgliederbeauftragte ihren Bericht gegeben hat und dann ist Gelegenheit zur Aussprache. Katrin Wallmanns hat das Wort. Und bis die Katrin hier oben ist, will ich auf Folgendes hinweisen. In Absprache mit dem ersten Kreisbeigeordneten, den beiden Landtagsabgeordneten, dass wir deren Berichte, wenn die Wahlgänge laufen, dann zu hören bekommen. Das spart Zeit und ist für uns alle positiv. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Delegierte, ich darf heute wieder den Bericht als Mitgliederbeauftragte über unsere Mitgliederentwicklung der letzten Jahre abgeben. Es ist kein Geheimnis, dass seit Anfang der 90er Jahre die Mitgliederzahlen der CDU und das deutschlandweit um etwa 2% jährlich abnehmen. Damals hatten wir noch ungefähr 750.000 Mitglieder, heute sind es noch gut 384.000. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns in Baden-Frankenberg. Ende 2017 hatten wir 1.499 Mitglieder, 2019 dann noch 1.398 und Ende 2021 noch 1.366. Davon sind 77,7% Männer und das Durchschnittsalter liegt bei 58,6 Jahren. Vor 5 Jahren waren wir im Schnitt noch ein Jahr jünger. Schauen wir jetzt mal auf die Zeit von März 2020 bis Ende Februar 2022. Die meisten Mitglieder waren zwischen 31 und 35 Jahre alt bei ihrem Eintritt. Die meisten Austritte hatten wir im Alter zwischen 61 und 65. Die meisten Mitglieder, die ausgetreten sind, waren seit insgesamt 15 Jahren in der CDU. Insgesamt hatten wir in den vergangenen 2 Jahren 102 Eintritte und 131 Austritte, die Verstorbenen mit eingerechnet. Lassen wir die Verstorbenen jetzt mal außen vor, haben wir sogar einen kleinen positiven Saldo von 14 Mitgliedern zu verzeichnen. Im Zuge der Mitgliederbefragung um den Vorsitz der CDU Deutschlands kam es hessenweit übrigens zu 361 Neueintritten. Unsere 20 Stadt- und Gemeindeverbände haben eine Mitgliederspanne von 9 Mitgliedern in Frankenau bis hin zu 198 Mitgliedern in Bad Wildungen, die übrigens mit 34,3% auch den größten
Frauenanteil haben, dicht gefolgt von Burgwald mit 33%. Wir haben sogar einige Verbände, die in 2021 eine positive Mitgliederentwicklung aufweisen konnten. Spitzenreiter ist Rosenthal mit 19,4%, gefolgt von Hatzfeld mit 9,5% mehr Mitgliedern, Waldeck mit einem Plus von 7,9% und Frankenberg mit 4,8%. Es ist zu befürchten, dass sich der Trend der sinkenden Mitgliederzahlen weiter fortsetzt. Hinzu kommt das hohe Durchschnittsalter unserer Mitglieder. Ungefähr 400 unserer Mitglieder sind älter als 70. Das ist fast ein Drittel der Mitgliedschaft. Bleibt uns die Hoffnung auf die Junge Union. Dort ist das Ende ja durch Löschgrund 9, wenn man 35 Jahre alt ist, immer schon vorbestimmt. Bis dahin muss also das Ziel sein, dass alle JUler auch in die CDU eingetreten sind. Wir können natürlich hier jetzt das Hohelied auf Politikverdrossenheit und fehlendes Engagement in der Bevölkerung singen. Aber das hilft auch nicht weiter. Und die Corona-Pandemie, in der kaum Veranstaltungen möglich waren und schon gar keine in Präsenz, hat natürlich übrigens dazu beigetragen. Andererseits können wir uns auch bewusst machen, dass wir, die CDU, die letzte verbliebene Volkspartei abbilden. Wir vereinen alle Generationen, wir umfassen alle Berufsgruppen in unseren Reihen und wir sind eine lebendige und vielfältige Partei. Laden wir unsere Freunde, Nachbarn, Vereins- und Arbeitskollegen ein, Mitglied bei uns zu werden, um gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam für Entscheidungen zu ringen, für unsere Gesellschaft und für unsere Region. Die bevorstehenden Wahlkämpfe sollten wir als Chance verstehen. Denn wie können wir denn überhaupt noch Mitglieder gewinnen? Wahlkämpfe sind die besten Werbekampagnen für Mitgliederwerbung. Und wir haben es vorhin schon gehört, im kommenden Jahr stehen schon wieder die Landtagswahlen an. Hier sind natürlich alle Stadt- und Gemeindeverbände aufgerufen, in den kommenden Monaten neue Mitglieder zu gewinnen. Und spätestens, wenn es darum geht, für die nächste Kommunalwahl die Listen aufzustellen, sind wir auf jede Menge guter Leute in unserem Reihen angewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Wallmanns, für diesen Bericht. Und ich rufe nun auf den Punkt Aussprache zum Bericht des Kreisvorsitzenden der Mitgliederbeauftragten. Wer wünscht das Wort? Bitte schön. Heinz Merl hat das Wort vom Saalmikro aus. Ja, mein lieber Armin, herzlichen Dank für deinen umfangreichen Bericht. Aber ich habe eins vermisst. Das habe ich auch als Reaktion aus der Fraktion des Bundeslandes vermisst. Gerade eben mussten wir wahrnehmen, wie die Energiepreise gestiegen sind und wie man seitens der Bundesregierung aus meiner Sicht völlig falsch reagiert. Und mir fehlt eines, weil wir genau wissen, dass eine unserer großen Bevölkerungsgruppen nicht berücksichtigt wurde, die Rentner nämlich. Und mir fehlt, dass die Union, dass die Bundestagsfraktion dieses Mal thematisiert hat und gesagt hat, das Programm ist nicht okay, da fehlt etwas. Entweder habe ich es nicht richtig wahrgenommen oder ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Sind noch weitere Wortmeldungen? Dann sammeln wir das. Bitte schön, da hinten. Ja, lieber Armin, lieber Vorstand, ich würde gerne was zur Mitgliederzahl sagen. Und zwar, wir haben ja eben gehört, dass die Mitgliederzahl rapide bergab gegangen ist und nicht nur auf Bundesebene, sondern auch hier im Kreis. Klar, es gibt einzelne Stadtverbände, die Zuwachs bekommen haben, aber ich möchte nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass wir Antworten geben auf Themen, die Jugend und junge Erwachsene beschäftigen. Gerade hier in Korbach, dass wir die Infrastruktur stärken, dass wir verschiedene Angebote für Jugendliche, für junge Erwachsene schaffen, weil nur so können wir neue Mitglieder anwerben und vor allem die CDU attraktiv machen, weil in meiner Generation, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzt zu sagen, sagen die meisten, wir sind die Partei der alten weißen Männer. Und ja, wenn wir uns umschauen, ist der Altersdurchschnitt etwas höher. Und ja, ich finde es wichtig, weil in meiner Generation einfach die Begeisterung für die CDU
nach unten geht und jedem, dem ich sage, ich bin in der CDU, der fragt mich ja, warum, was willst du denn da? Die steht doch für, ja, nicht für Aufbruch und Neues, sondern eher für das Alte. Also ja, plädiere ich dafür, dass wir uns für neue Mitglieder einsetzen und dass wir vor allem auch Antworten finden auf Fragen, die junge erwachsene Frauen und Familien bzw. junge Familien betreffend geben können. Dankeschön. Wenn uns der Redner auch noch sagt, dann bitte ich für die nächsten Wortmeldungen, da soll den Namen und den Stadtverband nennen, denn der etwas ältere Sitzungspräsident kennt nicht alle Mitglieder. Timo Lipur aus Korbach. Gut, wir sagen, weitere Wortmeldungen war der Vorsitzende aus Korbach. Aus Lichtenberg, da liegt. Ja, meine Damen, und Herren, ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Name ist Hendrik Brandt, CDU, Stadtverband Lichtenfels und Kreisvorsitzender der Jungen Union Waldeck-Frankenberg. Und ich möchte erstmal zu den vorigen Reden einiges danken, auch den Worten, die gesprochen wurden. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir das ein oder andere kritische Wort auch am heutigen Tage mal verlieren müssen. Denn uns muss klar sein, die Bundestagswahl, Armin, du hast das ganz schön gesagt, wir hätten uns mehr erwartet. Ich habe nicht mehr erwartet, sondern das war eigentlich ein Faustschlag ins Gesicht, wie wir uns verkauft haben. Wie wir uns verkauft haben auf Bundesebene, wie wir uns aber auch als Union ein Gesamtbild abgegeben haben, was so auf allen Ebenen katastrophal war. Das muss man auch einfach mal so sagen. Und auch für die Zukunft, und das will ich noch mitgeben. Ja, ich habe eben gehört, wir sind Volkspartei. Aber die Frage ist auch, wie definiere ich eine Volkspartei? Und wenn ich höre, dass wir dann einen Altersdurchschnitt von 58 haben, hier in Waldeck-Frankenberg und 77% Männeranteil, da muss ich mich auch fragen, wie viel Volkspartei steckt noch in uns und wie viel müssen wir jetzt auch mal machen und mal ganz ehrlich zusammen sagen und vorangehen, neue Wege auch, sage ich mal, zu erschließen. Denn man sagt immer so schön, nur wer sich verändert, der kann auch bestehen. Und ich will einen Satz sagen, meine Damen und Herren. Es ist längst nicht Gott gegeben, dass wir den nächsten Ministerpräsidenten hier in Hessen stellen werden. Die Grünen und die Roten, die stehen nur in den Startlöchern, um miteinander eine Koalition einzugehen und die Union auf die Oppositionsbank zu schieben. Und ich sage euch eins, und das sage ich im Namen von 360 Mitgliedern der Jungen Union Waldeck-Frankenberg. Wir haben keine Lust auf 5 Jahre Opposition. Und deswegen ist jetzt an uns, dass wir zusammen etwas machen, dass wir zusammen mit unseren Landtagsabgeordneten, die wir jetzt schon haben, lieber Jan Wilhelm, liebe Claudia, wir müssen Vollgas geben, absolut Vollgas, denn mit Halbgas und einer abeingelegten Handbremse werden wir diese Wahl nicht gewinnen. Das muss uns klar sein. Wir als Junge Union stehen dahinter. Und einen letzten Satz noch. Ich sehe heute einige Vertreter auch hier der Jungen Union, was mich sehr freut. Und das gebe ich mit. Ich meine, die Kommunalwahl ist gelaufen. Aber einige Stadtverbände machen das schon ganz hervorragend. Den einen oder anderen möchte ich es noch gerne mit auf den Weg geben. Ohne die Junge Union ist sowohl kein Wahlkampf zu machen, als auch keine Zukunft zu gestalten. Das heißt, wir kleben gerne Plakate, wir stellen uns gerne an die Infostände und wir klingeln von Tür zu Tür. Das ist unsere DNA. Aber wenn es dann darum geht, auch mal Posten zu besetzen, ja, da muss auch vielleicht der ein oder andere Altgediente und Wohlverdiente mal den Hut nehmen und sagen, ich mache auch mal Platz für einen jungen Kandidaten. Freundinnen und Freunde, das sollte jetzt hier keine Frontalkritik sein, sondern das waren einfach mal so 2, 3 Hinweise, auch aus der jungen JU-Seele, die letztendlich noch brennt und flammt. Und deswegen lasst uns zusammen gestalten, lasst uns zusammen die Zukunft in Waldeck-Frankenberg, in Hessen und auch in Deutschland angehen und gemeinsam aktiv werden, nach vorne gehen und klipp und klar sagen, Freunde, wir sind die CDU, wir sind die Junge Union, wir haben viel in Deutschland erreicht, aber es liegt auch an uns,
ob wir in Zukunft überhaupt die Chance haben, in Deutschland noch viel erreichen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen in der Amtssprache? Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Karl-Henrik Obermann, ich bin Stadtverbandsvorsitzender der CDU Lichtenfels und seit mehreren Perioden Magistrat der Stadt Lichtenfels. Ich möchte nur kurz anmerken zu der Rede des Kreisvorsitzenden der CDU, nicht so viel zu den Worten des Kreisvorsitzenden der JU, weil ich die jetzt unterschreiben und unterschreiben möchte. Lieber Armin, du hast viel berichtet, viel Richtiges, viel Gutes. Und wenn ich sozusagen in Konklusion sehe mit der Mitgliederentwicklung, was uns die Katrin Wollmann sich vorgetragen hat, müssen wir uns jetzt vielleicht auch die Frage stellen, ob das so erfolgreich war. Ich möchte einen Punkt aufmachen, das ist auch angeklungen, das ist im Wesentlichen das, was die Kollegin der CDU Battenberg auch in ihrer Resolution vorangetrieben hat. Ich habe das Gefühl und die Befürchtung, dass wir uns untereinander loslösen, dass wir sozusagen die Basis etwas verlieren und die Basis nicht in Stadt und Gemeinde verwenden. Und das ist für mich elementar wichtig. Bei verschiedensten Themen, ein paar hast du angerissen, wenn wir zur Landespolitik kommen, dann wären es weitere Themen. Das habe ich vor Ort zunehmend das Problem, bei den Mitgliedern, aber vor allem auch bei der Bevölkerung, Verständnis dafür zu begründen, manchmal auch vielleicht zu heucheln, für manche Entscheidungen, die getroffen worden sind. Denn die Entscheidungen, die auf Bundesebene auch unter unserem Zug tun, du hast das dankenswerterweise gesagt, aber die Verantwortung können wir nicht von uns weisen, und auch die Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen sind, in erster Linie die Kommunen treffen. Und die Kommunen fühlen sich im weiten Teil leider allein gelassen. Ich möchte das an zwei Punkten festmachen. Das eine ist das Thema der Kinderbetreuung, das hat den Kollegen der CDU Battenberg aufgeworfen, das ist ein Punkt, der dringend angegangen werden muss. Ein weiterer Punkt ist zunehmend das Gefühl, aber in Hessen, dass wir keine schwarz-grüne Regierung haben, sondern vermeintlich eine grün-schwarz. Wir haben das hier an gleicher Stelle einen Raum weiter schon diskutiert, als wir uns über die Wahlanalyse der Bundestagswahl Gedanken gemacht haben. Wir müssen die Punkte setzen und wir dürfen uns meiner Meinung nach nicht einen Trend hingeben, der da heißt, wir müssen vermeintlich Wählerschaften in den urbanen Gebieten gewinnen, denn das werden wir nicht schaffen. Unsere Stärke ist der ländliche Raum. Und es stellt sich für mich die Frage, welche Aufgaben werden im ländlichen Raum in den nächsten 20, 30 Jahren zugeschrieben? Wenn wir nur noch Energie erzeugen sollen und das Altenheim der Republik werden, das reicht nicht aus. Wir müssen uns mit den Fragen der Zukunft beschäftigen und da geht es um Entwicklung, um Mitnahme. Und das muss unser Kerngeschäft sein. Bei all den Themen, die wir global diskutieren und die enorm wichtig sind, aber wir dürfen es nicht zulassen, dass wir sozusagen abheben von dem, was uns stark gemacht hat. Und das ist, was uns zur Volkspartei gemacht hat. Das möchte ich schon noch gerne sagen. Ich weiß, wie engagiert ihr daran seid, aber dass ihr das auch mittragt und immer wieder auch in die Gremien mitnehmt, dass wir die kleinen Stadt- und Gemeindeverbände, so klein sind sie ja manchmal gar nicht, dann entsprechend mitnehmen. Nicht nur auf der informellen Ebene, sondern auch bei Entscheidungen einbringen. Das wäre mir an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor ich nach der nächsten Wortmeldung frage, will ich darauf hinweisen, dass es inzwischen da drüben nicht nur belegte Brötchen gibt, sondern auch eine Kartoffelsuppe. Wer also Hunger verspürt, auch nicht nur Brötchen essen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Der Kreisvorsitzende hat das Wort. Ja, liebe Freunde, erstmal vielen Dank für die kritisch und konstruktiven Wortmeldungen. Genauso geht's. Genauso ist ein lebendiger Kreisparteitag. Und es gibt keinerlei Widerspruch zu dem, was hier platziert wurde. Ich will es nur aber unterstreichen. Und da will ich mal beim Kreisvorsitzenden der Jungen Union anfangen. Damit es mal geklärt ist, und das war mein Wording von vornherein, am 26. September letzten Jahres. Das Ergebnis ist so, wie es ist, nicht weil die anderen so gut waren, sondern weil wir so schlecht waren. Punkt.
Ganz einfach. Und da gibt es auch überhaupt gar kein Vertun. Und über die Situation der Personaldiskussion und einer auch inhaltlichen Entleerung habe ich mich, glaube ich, doch ausführlich geäußert. Da bin ich überhaupt nicht in der Frage der Rechtfertigung, sondern ich glaube, ein gerüttelt Maß an Ehrlichmachen und Selbstkritik ist da. Im Übrigen, unser Bundesvorsitzender hat das aus meiner Sicht mehrfach sehr, sehr deutlich gesagt, was in der Vergangenheit auch schiefgelaufen ist und was es jetzt zu tun gilt, nämlich auch mit einer klaren Profilierung. Aber, liebe Freunde, der war die Ehre, 16 Jahre, und wir erinnern uns, die älteren Semester wissen sehr genau, auch 1998, nach 16 Jahren, war die Partei ein Stück weit ausgelaugt. Und Koalitionen führen natürlich zu Reibungsverlusten und zu Konturverlusten. Das ist nur Beschreibung von Tatsachen und keine Rechtfertigung. Allerdings, man darf und man muss auch sagen in einer Koalition, wer steht für was. Nämlich Koalitionen sind immer Kompromisslinien. Und es ist gut, dass wir es in Deutschland hinbekommen, Kompromisslinien zu finden. Aber am dicken Ende ist die Frage, wer erscheint in einem besseren Licht. Aber es geht nicht nur darum, wer erscheint in einem besseren Licht, sondern es geht um die Sache, nämlich zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person. Und das muss im Vordergrund stehen. Insofern, diese Einlassung ist vollkommen berechtigt. Und der Hinweis auf die Volkspartei, lieber Herr Hendrik, auch das ist korrekt. Ohne die Junge Union Wahlkämpfe zu machen, ist schlicht und ergreifend kaum möglich. Und auf die Strukturen hinzuweisen, wie sexy, und da bin ich auch bei Timo, wie sexy ist denn die CDU? Wie sexy sind wir denn? Ich glaube, wir können das sein. Und ich glaube, dass die Junge Union das auch ist. Wenn ich mir anschaue, wie die Wählerströme bei der Bundestagswahl 2021 waren, es war nicht die Klientel der Grünen, es war die FDP, die meisten Jungwähler gezogen hat, und zwar mit dem Thema Freiheit. Das war auch in der Fragestellung von Corona zweifelsohne die Belastung für die junge Generation, die sich nicht mehr haben treffen können, die nicht in Diskotheken gehen können, die nicht auf den Sportplatz gehen konnten. Das hat zweifelsohne mobilisiert, und auch die Frage der Digitalisierung. Nun will ich nicht das alte Spiel machen, Opposition in Regierung. In der Opposition kannst du die Geschichte immer schön erzählen, aber ich habe es ja im Wahlkampf gespürt. Ich habe es ja im Wahlkampf gespürt, dass man genau bei der jungen Generation diese Themen zieht. Und es gilt natürlich, mit der jungen Union Gemeinsames zu entwickeln. Und es ist Aufgabe von uns allen im Übrigen, damit das auch mal geklärt ist, junge Mitglieder tagtäglich zu werben. Von der Jungen Union bis zur Seniorenunion, über alle Vereinigungen und Verbände. Deswegen, das eine zu tun, bedeutet nicht, das andere bleiben zu lassen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, Inhalt. Und da bin ich bei Karl-Hendrik Oppermann. Es ist korrekt. Wir haben in bestimmten Fragestellungen in einer Koalition, auch in Hessen, natürlich Körner liegen lassen müssen, und es ist kein Schönreden, sondern beschreibt von Tatsachen. Die Claudia Ravensburg weiß sehr genau, im Übrigen, ich habe da auch noch in Erinnerung dran, mit der gemeinsamen Koalition mit der FDP. Es war seinerzeit Jörg-Uwe Hahn, der uns gesagt hat, bekenntnisorientierter Religionsunterricht mit DITIB. Das hat uns damals die FDP eingebrockt. Wir haben es jetzt auszulöffeln. Ich will nur mal dieses Beispiel nennen. Wir können weiterreden über die Kita-Finanzierung. Da werden wir ja nachher mal einen Blick drauf werfen. Und wir müssen vor allen Dingen in einem Grundsatzprogramm, deswegen lade ich alle dazu ein, alle miteinander, nicht nur beim Kreisparteitag, sondern dann auch inhaltlich, substanziell, sich in die Arbeitsgruppen hineinzubegeben und zu sagen, was braucht es jetzt. Und zwar in allen Themenfeldern, sowohl in der Familienpolitik wie der Sozialpolitik, wie der inneren Sicherheit, wie der äußeren Sicherheit, was wir alles im Angebot haben. Wir müssen, und das hat Boris Rhein gesagt, wir sind eine Mitmachpartei. Und da müssen wir zurückfinden, es muss Spaß machen, sich hier zu engagieren, die eigenen Ideen einzubringen und dann entsprechend auch zu entwickeln. Aber ein Sammelsurium von allem
ist natürlich keine Parteilinie, sondern wir müssen dann schon in entsprechenden Gremien das zusammenführen, damit dann auch ein Gesamtpaket entsteht. Das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen keinerlei Widerspruch zu dem, was die Vorredner gesagt haben. Heinz, zu dir komme ich sofort. Sondern volle Bestätigung. Also machen und umsetzen. Und vor allen Dingen, wir haben ja heute Wahl im Kreisvorstand. Solche Ideen können wir natürlich, und das tun wir auch, im Kreisvorstand mit beraten. Eine Entfremdung, das können wir gerne mal bilateral bereden, zwischen Kreis und Stadtverbänden. Das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz einordnen können, aber das können wir gerne bilateral nochmal erörtern. Lieber Karl-Hendrik Hoppermann. Heinz, zu dir. Die Ergebnisse zu Energiepreisen, du hast das Thema mit Rentnern, haben wir am Donnerstag, also vorgestern Nachmittag, erfahren. Diese Woche war vollständig geprägt von Haushaltsberatungen. Die Generaldebatte war am Mittwochmorgen. Das heißt, im Klartext, im Plenum selber war gestern dann nur noch die Frage des Gesetzes, wie sind die Füllmengen, die Füllstandsmengen der entsprechenden Gasspeicher, die wir haben. Eine separate Parlamentsdebatte darüber, wie machen wir die Entlassungspakete richtig, die hat nicht mehr stattfinden können von der Chronologie her. Es hat aber von Friedrich Merz ein klares Statement dazu gegeben. Und es gibt auch Stellungnahmen, sowohl im Übrigen, schöne Grüße, Junge Union, tolle Stellungnahme von Sebastian Sommer zu dem Thema Entlastungspaket der Jungen Union Hessen. Also wir sind da schon sprechfähig und die Bundespartei war dort auch sprechfähig. Runtergebrochen auf die Rentner alleine ist in der Tat höchst problematisch, dieses Paket 300 Euro Heizzuschuss. Das ist das eine, ist ja auch noch zu versteuern. Die Entlastung bei Benzin und bei Diesel, die dann annonciert worden ist, ist relativ Markteingriff. Da kann man natürlich in der Tat auch drüber diskutieren, muss man schauen. Nur, du hast ja gesagt, du hättest die klare Botschaft dazu gewünscht. Ich habe mich heute hier in meinem Bericht dazu geäußert. Das muss sicherlich zweifelsohne nochmal nachgearbeitet werden. In den Ausführungsbestimmungen ist ja noch nicht bekannt. Insofern auch vielen Dank für den Hinweis, das nehme ich gerne mit nach Berlin. So viel, liebe Freunde, ich hoffe, dass ich auf alle Punkte eingegangen bin. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, ist das keine Absicht, dann müsstet ihr jetzt nachlegen. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank für die Gelegenheit, das einzuordnen und zu antworten. Dankeschön. Vielen Dank, Armin Schwarz. Damit beende ich die Aussprache und das Wort hat jetzt der Rainer Hesse zum Bericht der Mandatsprüfungskommission. So, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich darf das Ergebnis der Mandatsprüfungskommission vortragen. Von 147 möglichen Delegierten sind heute 124 anwesend. Damit beträgt das Quorum 63 und wir können dann in die Wahl einsteigen. Vielen Dank, Rainer Hesse. Wir fahren fort in der Tagesordnung und kommen zum Tagesordnungspunkt 7b. Der Fraktionsvorsitzende Timo Hartmann hat das Wort. Herr Ehrenkreisvorsitzender, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, habe ich keinen Zettel vorbereitet in weiser Voraussicht des schönen Wetters und der Folgetermine, die noch anstehen werden, möchte ich Ihnen in aller Kürze darlegen, welche Kreispolitik uns in dem letzten Jahr beschäftigt hat und Ihnen auch gerne einen kleinen Ausblick geben, was wir in diesem Jahr zumindest noch vor der Brust haben. Aber gestatten Sie mir vorher noch den Hinweis, ich denke, wir haben es alle gemerkt, lieber Armin Schwarz, wir durften dich letzte Woche im Bundestag auch mal besuchen und ich denke, der Kreisparteitag hat auch eben gemerkt, wie voller Energie du steckst, wie klar du bist in deiner Aussprache, wie gut du dich bereits in Berlin vernetzt hast, konnten wir auch erleben.
Und ich glaube, ich kann für uns alle feststellen, da ist von uns der richtige Mann an der richtigen Stelle, lieber Armin. Wir sind sehr stolz drauf, dass du unseren Landkreis dort vertrittst. Und meine Damen und Herren, der Armin hat es angesprochen. Wir haben unter anderem auch mal das ein oder andere Hintergrundgespräch am Rande der Debatte führen dürfen. Und uns war an der Stelle auch wichtig, dass wir was Substanzielles mit hierher bringen. Denn nur mal eine schöne Kaffeefahrt zu machen, das ist unter der Woche dann auch nicht so schön. Denn wir haben ja alle auch noch einen ordentlichen Beruf, den wir tagtäglich nachgehen müssen. Vor dem Hintergrund wollten wir schon was mitbringen für den Landkreis. Und ich kann Ihnen zurufen, das haben wir auch geschafft, denn uns wurden an der einen oder anderen Stelle in einigen Ministerien Tor und Türen geöffnet für Förderprogramme und Gelder, die wir hier im Landkreis einsetzen können, und das wollen wir auch gerne tun. Und ich möchte dort mit meinem Bericht auch einsteigen, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg nach der Kommunalwahl wieder eine große Koalition hat. Der Armin hat es angesprochen, unter neuer Führung der CDU. Und ich darf feststellen, dass die Atmosphäre innerhalb dieser großen Koalition sehr gut ist. Wir debattieren und diskutieren auf Augenhöhe. Wir treffen gemeinsame Entscheidungen. Das ist hier und dort natürlich auch mal ein Kompromiss. Das gehört in der Politik dazu, das ist so. Aber im Großen und Ganzen sind die Themen, die wir im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, das, woran wir uns orientieren. Und da hat der Armin schon gut festgestellt, der Koalitionsvertrag trägt die Handschrift dieser CDU Waldeck-Frankenberg. Und da danke ich Ihnen allen nochmal im Nachgang sehr herzlich, denn Sie alle haben ja auch daran mitgearbeitet und haben uns die Zustimmung letztes Jahr gegeben, dass wir das so auf den Weg bringen dürfen. Und es ist eben schon in den Wortbeiträgen angesprochen worden. Was können wir tun, dass wir in unserem ländlichen Raum auch weiterhin erfolgreich sind? Weiterhin unseren Tourismusstandort Nummer 1 weiterentwickeln können. Weiterhin unser lebenswertes Waldeck-Frankenberg, das war mal unser Slogan im Kommunalwahlkampf, auch aufrechterhalten können. Und da haben wir uns schon vor ein paar Jahren auf den Weg gemacht und haben ein Förderprogramm des Landkreises auf den Weg gebracht, wo wir die Städte und Gemeinden unterstützen möchten, dass in den Ortschaften, in den Ortskernen die Bestandsimmobilien weiter genutzt werden können, umgebaut werden können und wieder wohnhaft gemacht werden. Und meine Damen und Herren, jetzt komme ich dazu, wo wir Fördergelder aus Berlin generieren können. Das wollen wir weiter fortsetzen. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Gerade auch in den letzten zwei Jahren, wo wir alle uns nicht mehr so regelmäßig treffen konnten, ist es uns doch ein besonderes Anliegen, dass wir als Gesellschaft, und das ist eben ja in den Wortbeiträgen auch angeklungen, auch weiterhin so zusammenstehen, zusammenhalten, wie es jetzt diese Zeit auch gebietet. Und ich denke, wenn ich durch den Landkreis fahre, hätte ich vor, korrigieren Sie mich, 15, 20 Jahren in jeder Ortschaft anhalten können und hätte ein Glas Bier trinken können und ein Schnitzel essen können. Da war nämlich noch überall eine Gaststätte. Wenn Sie jetzt durch den Landkreis fahren, muss ich schon ziemlich weit fahren, bis ich mein Glas Bier und mein Schnitzel bekomme, weil leider auf den Dörfern das Gastgewerbe keine Nachfolge mehr bekommen hat und nicht mehr weitergeführt wird. Und der erste Kreisbeigeordnete und die Kreistagsfraktion haben sich da Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht wieder aufpeppen können. Wie können wir als Tourismusstandort sagen, wir machen schöne Wanderwege, wir machen schöne Fahrradwege, wir machen jetzt ein Konzept für den Alltagsradverkehr, aber auch den Grenztrail Waldeck-Frankenberg, der durch den ganzen Landkreis führen wird. Wo können wir einkehren? Und da an dieser Stelle, nur mal als Beispiel, hat Frau Klöckner uns den Hinweis gegeben, welche Möglichkeiten es gibt. Das werden wir jetzt in Anspruch nehmen und da wird es in diesem Jahr noch einen Antrag geben im Kreistag, wo wir helfen möchten vor Ort den Städten und Gemeinden, wo wir helfen möchten den Unternehmern, den Gaststättenbetreibern, ihre Gaststätten weiter zu betreiben. Und da möchten wir ansetzen, das ist aus unserer Sicht auch für den ländlichen Raum, für die junge Generation, für die mittlere und auch für die ältere Generation. Das ist für die Bevölkerung auch und nicht nur für den Tourismus. Und ich denke, daran müssen wir auch immer wieder denken, dass wir es für die Bevölkerung machen und nicht nur für die Touristen, die zu uns kommen. An der anderen Stelle möchte ich Ihnen zurufen,
Wir bewegen in diesem Jahr satte 243 Millionen Euro im Landkreis Waldeck-Pfarrkirchen. Das ist eine gewaltige Summe und davon gehen 48 Millionen an Investitionen in die Infrastruktur in diesen Landkreis. 48 Millionen Euro im Jahr 2022. Ich kann Ihnen sagen, uns ist ganz wichtig, liebe Claudia, lieber Armin, dass wir mit 22 Millionen die Schulen weiterhin auf Vordermann bringen wollen. Das ist natürlich ein ganz großer Teil mit der Digitalisierung. Das ist ein Riesenthema, nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Unternehmen, für jeden Privathaushalt, Homeoffice, das ist ganz wichtig. Aber ich möchte Ihnen auch mal das Gute sagen. Die Politik hat dort in den letzten zwei Jahren richtig einen auf den Deckel bekommen. Zu Recht, war keine Frage. Vom Bund über das Land, über den Landkreis bis zu den Kommunen. Wir haben uns als Landkreis auf den Weg gemacht und haben gesagt, alles klar, was müssen wir tun, dass wir die 70 Schulen ganz schnell ans Glasfaser bekommen? Warten wir auf den Bund? Warten wir auf das Land? Nein, wir machen es selbst. Wir nehmen 4 Millionen Euro in die Hand und haben jede unserer 69 Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen und haben jetzt mittlerweile auch alle mit WLAN ausgestattet. Das haben wir geschafft, da haben wir agiert, da sind wir vorangegangen und warten nicht auf irgendwelche Fördergelder, sondern wollen schon gucken, dass wir den jungen Menschen helfen, dass sie eine gute Bildung weiterhin hier bekommen. Da gehört aber dann auch dazu, wenn wir 22 Millionen in die Schulen investieren, müssen die Kinder auch gut dorthin kommen. Das heißt, wir müssen weiter in unsere Kreisstraßen investieren. Das machen wir wie jedes Jahr, lieber Lutz Klein, mit guten 7 Millionen Euro. Der Karl-Friedrich Faeser als zuständiger Dezernent bekommt es sogar hin, das ganze Geld zu verbauen in einem Jahr. Das war vor 10 Jahren nicht so richtig der Fall, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Da hat das Parlament Geld bereitgestellt und die Hälfte wurde nur verbaut. Seitdem der Karl Friedrich das macht, hat sich das massiv geändert, weil man dort auch innerhalb der Verwaltung etwas flexibler geworden ist. Ich will es mal diplomatisch ausdrücken. Das sind gute Nachrichten, dass die Schülerbeförderung gut auf sicheren Straßen fahren kann. Aber das ist auch für uns wichtig, dass wir sicher zum Arbeitsplatz kommen. Und bei den Arbeitsplätzen möchte ich Ihnen zurufen, die Wirtschaftsförderung und die Tourismusförderung ist uns nicht nur im Wahlkampf, auch jetzt danach ein großes Anliegen. Da müssen wir uns auch ein Stück weit ehrlich machen, das haben wir in den letzten Jahren etwas vernachlässigt. Vor dem Hintergrund haben wir uns auf die Fahne geschrieben, es direkt nach der Kommunalwahl sofort anzugehen. Und ich möchte unseren ersten Kreisbeigeordneten in der Tiefe dort jetzt nicht die Worte vorwegnehmen. Der wird Ihnen gleich was zur Wirtschaftsförderung und zur Tourismusförderung noch zurufen. Ich will nur sagen, wir sind es sofort angegangen, was wir im Wahlkampf auch versprochen haben. Und das ist dann, denke ich, auch mal eine wichtige Botschaft an den Parteitag in die Ortsverbände hinein, dass Politik dann auch gestaltet und etwas voranbringt, meine Damen und Herren. Mit dem neuen Landrat kann ich hinzurufen, war der Start etwas holperig am Anfang des Jahres, das gehört zur Wahrheit dann auch dazu, aber das ist im Leben halt auch so. Wir haben keinen ehrenamtlichen Beigeordneten mehr, das fanden wir nicht so ganz nett, gehört aber auch zum Leben dazu. Am Ende müssen wir schauen, wie wir unseren Koalitionsvertrag, unsere inhaltlichen Themen setzen, wie wir die umsetzen. Und das kann nur gemeinsam funktionieren, meine Damen und Herren, und das kann nicht gegeneinander funktionieren. Und da, denke ich, sind wir auf einem guten Weg, sind wir gut aufgestellt, sodass wir unseren Freund Karl Friedrich Faeser auch wieder genau in einem Jahr, nächstes Jahr im März, dem Kreistag vorschlagen werden zur Wiederwahl des ersten Kreisbeigeordneten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das sehr breite Zustimmung im Kreistag finden wird. Denn wir haben es eben schon gehört, dort wird sehr gute Arbeit gemacht. Und dann gehört zur Wahrheit auch dazu, wenn man sehr gute Arbeit macht. Ich habe es hier an diesem Pult in der letzten Kreistagssitzung gesagt, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir zum Beispiel die Domänialverwaltung und die neue Kommunalwald GmbH sehr gut aufgestellt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, da werden mir alle Bürgermeister, die hier im Raum sind und beteiligt sind, zustimmen. Das ist ein neues Konstrukt gewesen, was dieser nette Herr dort mit den grauen Haaren mit der Domänialverwaltung ins Leben gerufen hat und auf den Weg gebracht hat. In Zusammenarbeit mit allen Städten und Gemeinden, die daran beteiligt sind, meine Damen und Herren. Und das ist auf dem Weg, das funktioniert sehr gut. Dass der Herr Faeser da nicht mehr zuständig ist, haben wir dem Landtag gesagt, fanden wir nicht gut.
Wir möchten da zukünftig gerne wieder etwas mehr auf Augenhöhe diskutieren. Wir möchten dort zukünftig gerne mehr mit eingebunden werden. Aber ganz am Ende muss man auch sagen, das ist dann auch Politik. Es gibt Veränderungen, wenn die Personen wechseln. Da werden wir aber auch schauen, dass wir das für die Zukunft sehr gut aufstellen werden. Und ich weiß auch, dass der Karl Friedrich Frese mit Herrn van der Horst gut zusammenarbeitet. Das funktioniert und das wird auch weiterhin so gut sein, denn eins ist an der Stelle ganz wichtig. Die Menschen, die in Waldeck-Frankenberg leben, haben einen Anspruch darauf, dass sie gut durch die Krise geführt werden, dass sie gut, dass die Investitionen klug bereitgestellt werden, dass klug investiert wird, dass das Geld nicht mit vollen Händen rausgeschmissen wird, denn ich denke, das ist ganz wichtig und da kann ich sagen, mit unserer neuen CDU-Kreistagsfraktion, mit der es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten, sind wir dort sehr, sehr gut aufgestellt. Wir wollen ein gutes Miteinander mit den Städten und Gemeinden haben. Dazu gehört dann auch die Finanzierung des Landkreises. Das heißt auch, wir müssen schauen, dass wir nur das Geld ausgeben, was wir auch zur Verfügung haben. Und wir wollen uns nicht bei den Städten und Gemeinden mehr holen. Das kann ich auch sagen. Das sieht die eine oder andere Fraktion im Kreistag etwas anders. Wir sehen es aber so, dass es ein gutes Miteinander bleiben muss. Ja? Und das sind so die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben und mit denen wir uns im Jahr 2022 beschäftigen werden. Und die wichtigste Botschaft ist eigentlich auch, dass wir sagen müssen, die Menschen, die hier leben, die Leute, meine Generation, die vom Studieren zurückkommen und hier arbeiten, dass es lebenswert bleibt, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir schnelles Internet haben, schnell bekommen, dass es angeschlossen wird. Da haben wir noch viel, viel, viel Arbeit. Dazu gehört aber auch eine gute Gesundheitsversorgung. Und da möchte ich nicht jedes einzelne Krankenhaus betrachten, sondern den gesamten Landkreis betrachten. Da werden wir in den nächsten Jahren viel Arbeit vor uns haben. Das geht aber auch nur, meine Damen und Herren, mit den Städten und Gemeinden. Sie merken schon, das muss eng verzahnt sein und soll auch weiterhin eng verzahnt sein. Und das möchten wir als CDU-Kreistagsfraktion gerne auch wieder in den kommenden Jahren so fortführen. Und ich glaube, an der Stelle reicht es, wenn ich meinen Bericht abgebe. Der Karl Friedrich wird das ein oder andere, wir haben uns abgesprochen, in die inhaltliche Tiefe gehen. Er wird das Tagesgeschäft Ihnen mal darlegen und vor dem Hintergrund. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie Fragen haben. Bin aber auch sehr gerne bereit, in den Gesprächen, in den Fraktionen vor Ort auch mal vorbeizukommen, bei Ihnen im Ortsverband, dass wir das ein oder andere Thema, was Sie vielleicht vor Ort haben, diskutieren können oder wo Sie vielleicht das Gefühl haben, wo es hakt, wo wir was verbessern können. Da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, dass wir unser Waldeck-Frankenberg auch weiterhin lebenswert behalten können. Vielen Dank. Vielen Dank dem Fraktionsvorsitzenden Timo Hartmann. Wird dazu das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall, dann rufe ich jetzt auf die Tagesordnungspunkte C und D haben wir ja zurückgestellt in die Wahlgänge. Den Tagesordnungspunkt 7F, Bericht des Kreisschatzmeisters Hans-Peter Hof. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Lutz, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Nach den Berichten aus der großen und noch größeren Politik und den Diskussionen, die es dazu gegeben hat, möchte ich Ihnen 4 Minuten Gelegenheit geben, sich zurückzulehnen und etwas zu entspannen. Ich gebe Ihnen nämlich den Bericht über die finanzielle Entwicklung der Kreisgeschäftsstelle, nicht des Kreisverbandes, sondern die Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier gleich vortrage, geben die finanzielle Situation der Kreisgeschäftsstelle wieder, und zwar für die Jahre 2020 und 2021. In 2020, um kurz auch mal eine Gegenüberstellung mit 2021 zu machen, haben wir Einnahmen von 91.894 Euro gehabt, gegenüber 2021 in Höhe von 164.945. Sie merken, das ist ein Wahljahr. Und deshalb sind die Einnahmen auch deutlich höher. Ich gehe gleich kurz im Detail darauf ein, wie sie sich zusammengesetzt haben. Die gleiche Tendenz kann man bei den Ausgaben erkennen. In 2020 hatten wir 88.792 Euro an Ausgaben gegenüber 194.355 Euro an Ausgaben in 2021. Und wenn Sie es jetzt überschlagen haben, dann werden Sie sehen oder rechnen und erfahren,
dass wir noch in 2020 3.100 Euro Überschuss erwirtschaftet haben, während wir im Jahr 2021 29.409 Euro negativen Überschuss, also einen Verlust gemacht haben. Wie setzen die sich zusammen, diese Zahlen? Und die Katrin hat eben vieles über die Mitgliedsbeiträge gesagt. Ich will das nur noch mal auch aus meiner Sicht als Kreisschatzmeister untermauern. Während wir im Jahr 2020 31.963 Euro netto an Mitgliedsbeiträgen erhalten haben von Ihnen, von uns, und eine leichte positive Tendenz im Jahr 2021 dann auf 33.297 Euro verbucht haben, also trotz abnehmender Mitglieder eine leichte Umkehr und eine positive Tendenz, möchte ich Ihnen gerne aber eine Zahl, das ist die letzte, die ich auf meinem Zettel hier als Vergleichswert noch drauf habe, mal geben aus 2013. Da haben wir nämlich 47.225 Euro verbucht, also ich wiederhole nochmal 2021 33.000 und das ist letztendlich, sind das die Auswirkungen der leider deutlich abnehmenden Mitglieder. Ich appelliere, das habe ich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr gemacht, an Sie, wir führen 4,25 Euro ab, von jedem Euro, den Sie uns, von jedem Fünfer, den Sie uns geben, bleiben also nur 75 Cent bei uns. Ich appelliere an Sie, in die Diskussion mit den, in die Entstattung und Gemeindeverbänden zu gehen und die Frage zu stellen, wollen wir nicht 1,50 Euro oder 2 Euro pro Monat mehr geben? Ich halte es für durchaus angemessen, denn auch Sie vor Ort brauchen ja eine entsprechende finanzielle Ausstattung, um noch einigermaßen wenigstens aktiv sein zu können. Die Mandatsträgerbeiträge in 2020 waren 32.629 und in 2021 38.734 Euro. Und an der Stelle, lieber Timo, möchte ich meinen Dank an die Kreistagsfraktion aussprechen. In 2021 waren rund 35.000 Euro Mandatsträgerbeiträge aus der Kreistagsfraktion gekommen. Und Timo, gib das bitte in die Runde so weiter. Wir nehmen es nicht nur gerne und nehmen es nur zur Kenntnis, sondern wir sagen auch Danke. Spenden an natürliche Personen, und hier werden wir jetzt merken, dass wir einen wesentlichen Unterschied zu 2021 hatten. Wir hatten in 2020 13.483 Euro Spenden an natürlichen Personen gegenüber 2021 49.710. In 2021 hatten wir die Bundestagswahl und wir hatten die Kommunalwahl. Und an der Stelle, die Zusammenfassung kommt gleich noch, aber für die Bundestagswahl haben wir 51.827 Euro ausgegeben und für die Kommunalwahl 28.357 Euro. In 2020 hatten wir nur eine Wahl, die Bürgermeisterwahl in Lichtenfels, die ja für den Kandidaten, heutigen Bürgermeister, positiv ausgegangen ist. Da sind wir aber lediglich als kontoführender Dienstleister aufgetreten und haben Einnahmen, Ausgaben verrechnet, was nicht nur für den Kandidaten positiv ausgegangen ist, sondern ich kann hier an der Stelle auch sagen, es war auch kostendeckend aus unserer Sicht. Vielen Dank. Die Spenden juristische Personen haben wir in 2020 300 Euro eingenommen, in 2021 13.250, auch da sehen Sie einen Unterschied. Aber was mir auffällt, wenn ich in meine Zeitreihe gehe, 2020 300 Euro, so wenig an Spenden von juristischen Personen, also Firmen etc., haben wir sonst nie gehabt. Wir hatten wenigstens einen mittleren vierstelligen Betrag, also vielleicht da doch nochmal aktiv zu werden. Einnahmen aus Veranstaltungen, hört sich spektakulär an, sind aber im Prinzip nur die Mieteinnahmen der Abgeordneten und das Porto, wenn wir für Sie als Dienstleister auftreten, aber die Position ist im Prinzip zusammengefasst unter diesen Einnahmen aus Veranstaltungen nahezu gleich bleiben, 12.300 gegenüber 12.500 in 2021. Und die Zuschüsse von Gliederungen, also im Prinzip dann Wahlkampfumlage und der Anteil für den Bundestagswahlkampf, ist da enthalten in 2020 mehr oder weniger bedeutungslos, 1.196 Euro gegenüber 17.386 Euro. Soweit die Einnahmen, Ausgaben, seit Jahren meinesgehend konstant. Und ich habe es ganz hinten auf meinen Zettel, aber ich greife es jetzt vor.
Das Personal, das wir beschäftigen, ist gerade so auskömmlich, und ich möchte an der Stelle mal Danke sagen an den Markus Neumeier und sein Team, die das hervorragend machen. Und dann auch die Finanzen der Kreisgeschäftsstelle führen. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs 2020 38.259 gegenüber 2021 50.424 Euro und die Ausgaben für die allgemeine politische Arbeit 7.242 gegenüber 13.161 Euro. Und hier dann der größte Batzen Ausgaben für Wahlen, 2.954 Euro gegenüber 80.184 Euro. Ich habe es eben schon gesagt, 51.827 Euro dafür für den Bundestagswahlkampf. Das sind im Prinzip die wesentlichen Zahlen, was die Einnahmen und Ausgaben angeht. Spannend, es ist ja gelungen, in den letzten Jahren ein deutliches Reinvermögen, so heißt es in der Satzung, anzusammeln. Davon waren in 2020 Liquidität, also Geldbestände, noch 69.230 Euro. Und ich hatte Ihnen vorab schon gesagt, 29.400 haben wir Minus gemacht in 2021, aus gutem Grund Minus, also bitte nicht missverstehen. Das heißt, wir sind in das Jahr 2022 noch mit einem Reinvermögen von 41.671 Euro fast komplett als Liquidität, sprich Barvermögen, gegangen und haben so das Jahr 2021 abgeschlossen. Soweit mein Bericht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank dem Schatzmeister für seine Arbeit in der zurückliegenden Periode. Das Wort hat jetzt der für die Rechnungsprüfer Herr Rübsam aus Bad Wildow. Die Rechnungsprüfung erfolgte am 28. Februar. Wir haben alle Belege und Kontoauszüge geprüft. Wir haben keine beanstandet. Ich möchte dem Schatzmeister danken, er hat uns alle Fragen beantworten können. Und daher schlage ich vor, den Vorstand für den Prüfungszeitraum zu entlasten. Dankeschön. Sie haben den Antrag der Rechnungsprüfer gehört. Wer beim Tagesordnungspunkt 8 Beschluss über die Entlastung des Kreisvorstandes dem seine Zustimmung geben will, dem bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist dem Kreisvorstand einstimmig Entlastung erteilt worden. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 9, Neuwahl des Kreisvorstands. Als erstes müssen wir einen Beschluss fassen, dass der Antrag liegt vor, dass die Anzahl der Beisitzer von 12 auf 14 erhöht wird. Dieser Erhöhungsantrag bedarf eines Beschlusses des Parteitages und er muss mit 2/3 Mehrheit gefasst werden. Gibt es Wortmeldungen dazu? Sonst lasse ich abstimmen. Wer also der Erhöhung der Beisitzer von 12 auf 14 seine Zustimmung gibt, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Auch keine. Dann ist so beschlossen. Wir kommen nun zu 9b, Wahl des Kreisvorsitzenden. Es wird vorgeschlagen, der bisherige Kreisvorsitzende Armin Schwarz von einer Großzahl der Stadt- und Gemeindeverbände. Ich frage in die Runde, ob es weitere Vorschläge gibt. Das ist nicht der Fall. Der Armin ist auch bereit zu kandidieren. So ist es. Dann können wir in den Wahlgang eintreten. Sie haben alle den Stimmzettel parat. Da brauche ich nichts mehr groß zu sagen. Ich eröffne den Wahlgang und bitte dann auch die Stimmzählkommission, die Stimmzettel einzusammeln. Thank you.
Wahlgang und bitte die Stimmzettel auszuzählen. Und ich erteile das Wort unserem Landtagsabgeordneten Jan-Wilhelm Pohlmann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich freue mich, einen Grußwort zu halten und hoffe, dass ich so fertig bin, dass es dann auch mit der Stimmzählkommission passt. Ich berichte aus dem Landtag und kann zumindest berichten, dass die Vorfälle in der Ukraine und dann mit Abschichtung dahinter Corona ein bisschen die politische Lage im Landtag überlagern. Und ich gehe auch fest davon aus, dass die Krise in der Ukraine die politische Arbeit in allen Politikfeldern, wir haben ja heute schon einiges gehört, die Energiepolitik beispielsweise, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln, dass all diese Punkte eine Änderung in unserer Politik herbeiführen würden. Der Armin Schwarz hat auch eben angesprochen, die Wahlkreisneuordnung, die wir haben, das ist so ein Punkt, über den ich kurz berichten will. In der nächsten Woche haben wir Plenarsitzungen in Wiesbaden und da wird in zweiter und dritter Sitzung die Änderung des Landtagswahlgesetzes beschlossen. Und es ist in Hessen so, wir haben 55 Wahlkreise und die gesetzliche Vorschrift, die bis ins Grundgesetz zurückgeht, sagt halt vor, dass die Wahlkreise möglichst gleich groß sein müssen, was die Wählerinnen und Wähler angeht, damit es repräsentativ ein gewisses Gleichgewicht hat. Und hier erfolgen regelmäßige Prüfungen und der Landtagspräsident bzw. die Kommission haben festgestellt, dass in drei Wahlkreisen sogar 25% und höhere Abweichungen zu der durchschnittlichen Bevölkerungszahl vorhanden sind. Und aus dem Grund ordnen wir die Wahlkreise in Hessen neu. Und der Kollege Oppermann, er sitzt gerade nicht an seinem Platz, hat es vorhin mal auch angesprochen, den ländlichen Raum. Wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft blicken mag, eine Prognose. Wir haben es halt so im ländlichen Raum hier oben in Nordhessen, da sind die Einwohnerzahlen rückläufig. Entsprechend werden unsere Wahlkreise größer. In den Ballungsräumen wiederum sind die Einwohnerzahlen steigend, da werden die Wahlkreise kleiner. Wenn diese Tendenz so weitergeht, wird das irgendwann auch mal dazu führen, dass wir in Nordhessen oder generell im ländlichen Raum auch einen Wahlkreis verlieren werden. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir in der Partei auch dafür sorgen, dass der ländliche Raum immer repräsentiert ist in der Politik und wir uns da nicht in einer Spirale befinden, dass wir an Bedeutung verlieren, meine Damen und Herren. Konkret auf Waldeck-Frankenberg, das hatte der Armin Schwarz eben auch schon angesprochen, bedeutet das in den Wahlkreisen, dass Lichtenfels und Naumburg zu Wahlkreis 5, sprich der Wahlkreis, den ich aktuell vertrete, hinzukommen. Und im Wahlkreis 6 von der Kollegin Ravensburg wird Lichtenfels herausgelöst und dazu kommt Fritzl hinzu. Und das ist in der Tat erfreulich, weil diese beiden Wahlkreise sind, glaube ich, wirklich ein gutes Los für uns als CDU und Wahlkreise, die wir gewinnen können und, meine Damen und Herren, die wir auch gewinnen werden. Ja, zum Verfahren. Des Ganzen hat sich auch eine Änderung ergeben. In der Vergangenheit war es ja auch so, wenn man auf die Landtagswahl geguckt hat, da haben die Delegierten gewählt, die wir auf der normalen Mitgliederversammlung gewählt haben, sprich die Delegierten, die auch heute hier sitzen. Hier sind zukünftig besondere Delegierte zu wählen, ähnlich wie das bei der Bundestagswahl auch schon der Fall ist. Und diese Delegiertenwahl müssen in den Stadt- und Gemeindeverbänden vom 18. Juni bis zum 18. September stattfinden und die Vorsitzenden wurden darüber auch schon informiert. Da auch gerne nochmal von mir das Angebot zu den entsprechenden Mitgliederversammlungen, komme ich gerne vorbei und stehe da auch Rede und Antwort. Und dann für im Oktober haben wir zumindest so voraussichtlich dann auch geplant, die Nominierung so vorzunehmen. Das wird dann wahrscheinlich am 14. und 15. Oktober der Fall sein. Und dann gestatten Sie mir vielleicht auch noch mal einen kurzen Ausblick auf die Landtagswahl 2023. Die Stimmung in der Partei nach dem Fischierler Treffen und der Nominierung von Boris Rhein wirklich sehr positiv. Das ist spürbar. Das ist spürbar in der Landtagsfraktion, aber es ist auch spürbar in der Partei. Und meine Damen und Herren, ich spüre es auch hier heute. Ich habe auch schon einige Kreisparteitage mitgemacht, aber dass wir dann auch in eine rege Aussprache kommen, kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern. Von daher ist das auch sehr positiv zu bewerten. Wir leben und wir diskutieren und das ist auch das, was wir uns beibehalten müssen im Hinblick auf die Landtagswahl. Und ich nehme den Satz von Hendrik Brandt an, aus, Vollgas, ja, das ist wichtig. Wir müssen das Blei in die Schuhe legen, damit wir auch gar nicht vom Gas runterkommen.
Und was das angeht, bin ich sehr optimistisch, dass wir bei der Landtagswahl auch erfolgreich sein werden. Und wir sind auch mit dem Grundsatzprogramm, welches wir aktuell aufstellen, auf einem guten Weg, unsere Themen, die wichtig sind, dann halt mit hineinzunehmen in die Wahl. Dann ist halt auch die schwarz-grüne Koalition vorbei und es gibt etwas Neues. Und da ist es wichtig, dass wir da unsere Themen platzieren. Und da ist, meine Damen und Herren, der ländliche Raum, glaube ich, wirklich auch sehr wichtig. Thema Breitbandausbau. Wir haben gehört von Timo eben, unsere Schulen sind alle angeschlossen. Am Montag kommt die Digitalministerin an, die alte Landesschule. Und dann werden wir auch das gründlich feiern. Aber mir persönlich ist es auch wichtig, dass wir mit dem Breitband auch noch weiterkommen. Dass wir an jedes Haus einen Glasfaseranschluss kriegen. Und da, meine Damen und Herren, haben wir noch einiges zu tun. Über alle Ebenen, Bund, Land, Kreis. Aber da bin ich auch optimistisch, dass wir das entsprechend hinbekommen werden. Wenn wir den ländlichen Raum nochmal als Thema nehmen, und wir haben es ja auch später nochmal mit den Kindergarten, das Thema Finanzierung des ländlichen Raums, wir haben ja mal eine Reform gehabt des kommunalen Finanzausgleiches, wo auch der ländliche Raum eine besondere Bedeutung bekommen hat. Es ist aber auch so, wenn man mal Förderprogramme anguckt, ich habe immer so das nette Beispiel Feuerwehr. Wenn ich die Berufsfeuerwehr in Velma angucke und mal die Ausgaben dividiere durch die Einwohner, dann habe ich pro Kopf Ausgaben für Feuerwehr von Summe X. Schaue ich mir das in meiner Heimatgemeinde in Diemelsee an mit 13 Ortsteilen, Entschuldigung, dann sieht das schon anders aus, weil man viele Feuerwehren unterhalten muss. Aber alle kriegen denselben Fördersatz. Ich glaube, da kann man vielleicht auch kluge Ideen mit Einbringung auf solche Förderinstrumente anzupassen in der Zukunft. Das ist zumindest eine Idee, die ich habe und die ich auch in den Programmprozess gerne mit hineinnehme. Und damit beende ich meinen Bericht und hoffe, dass da vielleicht noch die Stimmzählungskommission fertig ist. Ihnen und uns allen einen schönen Tag noch. Vielen Dank, Jan-Wilhelm Pohlmann, für deinen ersten Bericht als Landtagsabgeordneter auf einem Kreisparteitag. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und dass du den Wahlkreis dann in der nächsten Landtagswahl auch wieder für uns gewinnst. Ich gebe das Wahlergebnis für die Wahl zum Kreisvorsitzenden bekannt. Abgegebene Stimmen 123, gültige Stimmen 123, mit Ja angestimmt 120, mit Nein 3, Enthaltung keine. Damit ist der Kreisvorsitzende Armin Schwarz mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Liebe Freunde, gerne nehme ich die Wahl an. Ganz herzlichen Dank für das riesengroße Vertrauen. Das ist ein Arbeitsauftrag für mich, den ich gerne dann für die nächsten 2 Jahre genauso umsetze mit allen Hinweisen, die ich bekomme. Herzlichen Dank und ein gutes Miteinander. Ja, lieber Armin, Glück auf für die nächsten 2 Jahre und ich möchte jetzt auf den Tagesordnungspunkt Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden. Dazu sind 4 Wahlvorschläge eingegangen. Rainer Hesse, Jan-Wilhelm Pohlmann, Claudia Ravensburg, Thomas Wiesehofer. Ich denke, wir können auf eine Vorstellung der 4 Kandidatinnen und Kandidaten verzichten, denn sie sind bekannt. Teilen Sie diese Meinung? Gut. Dann können wir in den Wahlgang einschreiten. Ich bitte darauf zu achten, was da oben draufsteht und unten drauf steht, damit wir nicht nochmal den Wahlgang wiederholen müssen. Der Wahlgang ist eröffnet. Hendrik Brandt, Junge Union Kreisvorsitzender, flammende Rede. Aber wir haben hier auf dem Land ein Problem. Wir haben eine überalterte Bevölkerung. Das wird auch bei dem Entlastungspaket vergessen, kein Rentner dabei. Ja, und man tut sich schwierig, natürlich im Moment als CDU-Mitglieder zu gewinnen, weil konservativ ist nicht schlecht, aber zu konservativ stößt natürlich bei vielen ab. Wie will man das ändern? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir hier neue Wege gehen, denn eigentlich nur wer sich verändert, der kann auf Dauer auch bestehen. Und man sieht das, man hat es bei der Bundestagswahl gesehen, die FDP hat
ganz, ganz viel, hat die meisten Stimmen der Jungwähler letztendlich für sich erringen können. Und das sind alles Leute, jemand, der FDP wählt, kann sich auch grundsätzlich immer vorstellen, auch CDU zu wählen. Das heißt, grundsätzlich muss die Union dafür sorgen, dass wir nicht einzelne Altersklassen gegeneinander ausspielen, sondern dass wir dafür sorgen, dass wir die Alten mitnehmen, die Jungen mitnehmen, die mittlere Generation, denn das alles bedeutet Volkspartei. Und neue Wege heißt, wir müssen digitaler werden, wir müssen moderner werden, aber wir dürfen dabei unseren eigenen Kompass nicht verlieren. Jetzt ist die größte Wählergruppe in der Bundesrepublik nicht die Jugend, sondern die Rentner mit über 22%. Das betrifft eigentlich alle Parteien, die sich da Gedanken machen müssen. Und wir haben ja heute noch eine Situation, man geht ja nicht mehr mit 65 in Rente, man geht mit 67 in Rente und oft geht man dazu noch arbeiten, weil die Rente vorne und hinten nicht reicht. Hier müssen wir doch gerade auf dem Land deutliche Verbesserungen bringen, denn wenn die Alten einigermaßen gut leben können, dann geht es auch der Jugend gut. Ja, und das ist ja der Punkt. Wir dürfen nicht anfangen, einzelne Generationen gegeneinander auszuspielen, sondern ich will Ihnen eins sagen, die Rente. Sie glauben gar nicht, wie viele junge Menschen, die 18, 19, 20, 25 sind, es interessiert, wie ist Ihre Altersvorsorge denn gesichert? Wie können Sie auch nach einem Arbeitsleben danach in einen wohlverdienten Ruhestand gehen? Und da müssen wir ehrlich sein und müssen uns auch ganz klar machen und dürfen nicht von Ideologien, und das ist ein Aufruf wirklich absolut an alle Parteien, nicht von Ideologien daran gehen, sondern sich angucken, wie ist das aktuelle Rentensystem. Wir haben ein Rentensystem, was mal die Rente sicher, Norbert Blüm, was dazu geschaffen wurde, kostendeckend zu arbeiten. Stand jetzt geht schon ein Viertel des Bundeshaushalts nur in das Rentensystem, um es ungefähr auf einer Wiege zu halten. Und haben sich alle Bundesregierungen, aber auch alle seit Adenauer immer aus den gut gefüllten Rentenkassen bedient und nicht zurückgezahlt. Das stimmt, und da muss sich auch die Union auf die Fahnen schreiben. Nur, ich fand es zynisch im Wahlkampf, wie keine Partei so richtig drangehen wollte und Herr Scholz sich dann nur mit den großen Worten Respekt für die Arbeiter, das wird gar nicht diskutiert, wir stoppen alles aus dem Bundeshaushalt rein, und wie man sich dagegen verwehrt hat, mal nüchtern zu analysieren, mal die Zahlen auf den Tisch zu legen und dann zu überlegen, wie können wir ein neues Konzept entwickeln, denn wir brauchen eins. Unser aktuelles Rentensystem ist absolut überaltert, wir müssen neue Wege gehen, vielleicht auch mit einer Aktienrente, mit einem Staatsfonds, man muss gucken. Nur Ziel kann nicht sein, immer zu sagen, naja, wir zahlen es aus dem Staatshaushalt, dann werden wir nämlich in Zukunft nicht mehr Reaktion und aktionsfähig sein. Ist die Bundesrepublik reformmüde? Wir bräuchten dringend eine Reform der Sozialsysteme, wir bräuchten eine Reform der Steuersysteme. Ich erinnere da an den Bierdeckel von Friedrich Merz, der ja nun schon ein paar Jahre durch die Gegend geistert. Viel zu kompliziert, viel zu komplex. Der Steuerbürger muss sich selber erklären, selber kontrollieren und wird dann anschließend bestraft, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat in der komplexen Steuergesetzgebung. Ist das nicht eine Aufgabe für die nächsten Generationen an Politikerinnen und Politiker, egal welcher Partei, hier mal grundlegend nach 70 Jahren Reformen anzugehen? Absolut d'accord, zu 100%. Wir haben in Deutschland ein Problem, dass wir alles verwalten und dann nochmal verwalten und wieder verwalten wollen und wieder jemanden einstellen, der das Ganze dann nochmal verwaltet. Und wir haben am Ende Papier, Stapel ohne Ende, noch eine Vorschrift, und wir sind nicht mehr handlungsfähig in gewissen Bereichen. Wir haben es bei dem Impfen gesehen. Was war das am Anfang für ein Theater, wenn es um Impfzentren ging, wenn es darum ging, wie die Leute geimpft wurden? In anderen Ländern wurde gemacht. In Deutschland wurde erstmal viel erzählt und viel geguckt und nochmal, das muss nochmal geprüft werden und da muss die Behörde nochmal drauf schauen. Wir dürfen eine gewisse Gründlichkeit nicht über Bord schmeißen, denn die hat uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet. Aber klar ist auch, zu viel ist zu viel. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nicht alles 100-mal kontrollieren, sondern manchmal muss auch mal das Machen erfolgen. Ganz anderes Thema, Sie sind Abiturient an der Edertalschule. Eins der größten Gymnasien bei uns im Kreis mit einem weiten Einzugsgebiet bis weit in den Marburger Bereich und Nordrhein-Westfalen im Südkreis. Jetzt ist Bildung und Ausbildung natürlich ganz wichtig, aber nicht jeder soll oder kann studieren. Wir brauchen Handwerker, und das kann man auch mit dem Abitur sehr gut machen, denn oder mit einer mittleren Reife und abgeschlossenen Ausbildung stehen einem heute in Hessen so viele Bildungswege offen. Selbst mit dem Meisterbrief kann man anschließend noch Studium ablegen. Das gab es in Schleswig-Holstein schon in den 70er Jahren. Inzwischen hat sich das ja so ein bisschen rumgesprochen. Da muss doch auch noch mehr gemacht werden, dass man mehr Leute in die Berufe kriegt und ihnen die Möglichkeit dann viel deutlicher aufzeigt, du musst nicht gleich
Politologie studiere. Nein, Sie sprechen mir absolut aus dem Herzen. Ich bin ja auch der Schulsprecher der Edertal-Schule. So. Und es ist klipp und klar und Gloria, das sage ich ganz einfach. Studiengänge sind wichtig. Wir brauchen auch viele studierte Menschen. Aber ohne den Sozialpädagogikstudenten aus Berlin-Mitte kann ich noch leben. Aber wenn der Landwirt von nebenan mir nicht mehr das Fleisch, die Milch etc. besorgt, dann wird es für mich schon prekärer. Das sind Grundbedürfnisse des Menschen, die gestillt werden müssen. Das deutsche Handwerk ist auch im Ausland bekannt für seine Klasse und Präzision. Und die Wertschätzung demgegenüber, da wurde in den letzten Jahren schon einiges gemacht, keine Frage, aber die muss noch viel stärker in den Mittelpunkt kommen. Jemand, der eine Ausbildung macht, der mit den Händen arbeitet und dem Geist zusammen, das sind die Menschen, das ist unsere Mittelschicht, von der wir immer reden, die unser Land voranbringen und die unser Land auch dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Und deswegen, wenn es um die Stärkung des Handwerks geht, wenn es um die Stärkung des Mittelstands geht, kann ich für meine Person sprechen, ist immer absolut hundertprozentige Zustimmung. Händelmann, vielen Dank. Ja, dafür nicht. Ja. Katharina Thels, Frauenunion Gemünden. Genau. Erstaunlich, dass es eine Frauenunion gibt in einem Ort. Und die zweite Geschichte ist, die ich gleich fragen möchte, sind die Frauen ein bisschen unterrepräsentiert in der CDU? Das ist mit Sicherheit so, aber ich denke, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, das zu ändern. Also wir haben in Gemünden zum Beispiel vor 3 Jahren die Frauenunion gegründet und haben regen Zulauf. Wir sind auch recht aktiv, gut durch Corona natürlich jetzt ein bisschen rückständig, aber das geht jetzt gerade wieder los. Also gerade kommende Woche haben wir jetzt wieder unsere erste Aktion und ich denke, das läuft sehr gut an. Und wir hoffen natürlich, dass wir dadurch mehr Frauen auch für die Kommunalpolitik begeistern werden. Jetzt sind wir hier in der Region ländlich-sittlich. Wir sind der flächenmäßig größte Kreis. Wir haben zwar auch Weltmarktführer in der Industrie, wir haben aber auch Bereiche. Dazu gehört eben auch die Bund Struth, wo Sie herkommen, genau. Wo es ein bisschen schwierig ist. Wir haben eine überalterte Gesellschaft, das heißt, wir werden immer älter. Und gerade im ländlichen Bereich, die Frauen sind ja oft die Benachteiligten gewesen. Das heißt, Landwirtschaft, Nebenerwerbslandwirtschaft, Kindererziehung. Dann wurde in die Rente der Männer wenig eingezahlt. Oftmals haben die kleinen Unternehmer auch nicht regelmäßig gezahlt. Ist das ein Punkt, wo jetzt gerade Frauen für Frauen wichtig aktiv werden müssen? Das ist auf jeden Fall so. Also ich denke zum Beispiel an die Anliegerbeiträge. Leider ist es oft so, dass Frauen übrig bleiben, sage ich mal, gerade auch in großen Häusern, vielleicht sogar in landwirtschaftlichen Gehöften, wo dann tatsächlich, wenn größere Zahlungen auf sie zukommen, die Existenz auf dem Spiel steht. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiges Thema, um das wir uns auch kümmern müssen, damit diese Frauen, die damit oft alleingelassen sind, tatsächlich auch Hilfe bekommen. Mhm. Also ganz wirklich praktischer, finanzieller Art. Und man wartet, weil Sie es ansprechen, das Entlastungspaket ist an alle gedacht, nur nicht an die Rentnerinnen und Rentner, die gerade auf dem Land ist ja die Schamgrenze auch sehr groß, zum Sozialamt zu gehen oder Grundsicherung zu beantragen. Hätte man da auch mal überprüfen können, wer unter 1200 Euro Rente im Monat kriegt, auf auch jeden zu Fall. Entlasten. Also da hätte auf jeden Fall dran gedacht werden müssen und ich denke, da muss auch nachgebessert werden. Frauen bleiben oft übrig, Frauen werden nicht mitgenommen. Gerade im ländlichen Bereich auch viele Frauen, die alleinstehend bleiben, weil es im ländlichen Bereich immer noch so ist, sich einen Partner zu suchen, ist schwierig. Das stimmt. Die Auswahl ist ja dann auch nicht mehr so groß irgendwann. Ja, nicht nur das, sondern es geht auch, man muss fahren. Der Adler schläft nicht am eigenen Horst. Nein, aber man muss oft fahren, man muss mobil sein. Das ist im ländlichen Bereich doch etwas schwieriger. Absolut, zumal der öffentliche Nahverkehr da ja auch zu wünschen übrig lässt. Das kommt ja auch noch dazu. Und viele Frauen aus älteren Generationen haben ja auch gar keinen Führerschein. Oder keine Fahrpraxis und trauen sich nicht mehr. Die müssten ja dann heute bei der Versicherung, Gott weiß was, anfangen, weil sie mal, ich sag mal, für einen Schlepper reicht es noch, die alte Klasse 4, aber dann wird es schwierig. Genau. Jetzt muss man natürlich auch sehen, man muss jetzt für Sie als Frau, ist es einfacher, Frauen zu erreichen. Das ist richtig.
trotzdem dauert es etwas, bis Änderungen kommen. Wie will man das jetzt auf kommunaler Ebene machen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, man braucht tatsächlich viel Geduld, um die bestehenden Strukturen zu verändern. Und das ist nun mal gerade auch in unserer CDU so, dass das oft noch eine Männerdomäne ist. Braucht man einfach einen langen Atem. Aber es gelingt. Also da muss ich wirklich für unseren Stadtverband sagen, also dass wir da mittlerweile sehr viel geschafft haben. Gerade in den letzten Jahren hat sich da ganz viel getan, was die Frauen auch angeht. Und da muss man einfach am Ball bleiben. Das schafft man nicht von heute auf morgen. Ich habe eben auch zum Hendrik Brandt, JU-Vorsitzender im Kreis, gesagt, naja, die größte Wählergruppe sind nun mal die Rentnerinnen und Rentner und die Frauen. Eigentlich, da haben Sie vollkommen recht, ja. Ja. Und die müssen natürlich mehr angesprochen werden. Aber ich denke, das schafft man am besten im persönlichen Kontakt. Also wirklich, dass man auf die Frauen zugeht und versucht, die einfach zu sensibilisieren für diese Themen und auch zu ermutigen, einfach mal aus sich rauszugehen und mitzumachen. Jetzt sind wir beide Kinder vom Land, das heißt ländlich deftig und wir kennen das Land eigentlich relativ genau. Früher hat man sich in die Kneipe gesetzt, sofern sie noch gab, und dann saßen an der Theke oder am Stammtisch der Jugendliche mit 14, 15, 16 zusammen mit dem, ich sag mal, mit so Dinosauriern wie mein Alter. Man hat miteinander geredet, diskutiert, man hat ein bisschen gegenseitig Verständnis gehabt, es wurden auch kleine Konflikte auf dem Dorf geklärt. Das hat man nun nicht mehr, weil es gibt weniger Kneipen und das Freizeitverhalten hat sich geändert. Müssen hier die Parteien, ich will jetzt nicht vom Grillfest reden, das macht auch die Feuerwehr, aber doch, wenn sie Nachwuchs haben wollen, wenn sie mehr Mitglieder haben wollen, wenn sie Interesse für sich haben wollen, dann in den einen oder anderen Bereich gehen und sagen, wir bieten. Die Frauenunion macht ja regelmäßig hier mit Claudia Ravensburg, redet gerade schöne Fahrten. Ja, aber auch mal, ich bin mir sicher, es gibt ganz viele ältere Damen bei uns im Kreis, die kennen den eigenen Kreis überhaupt nicht. Ja, ja. Dass man da mal, ich sag mal, ja, Schloss Waldeck oder Gott weiß was besucht. Sicherlich ist das eine gute Möglichkeit, aber ich denke, man kann im Grunde auch im eigenen Ort bleiben. Man kann auch dort anfangen, wirklich alt und jung zu mischen, gerade unter den Frauen. Also was wir zum Beispiel machen, wir bieten jetzt alle 6 Wochen so Achtsamkeitsfreitage an, laden da die ganze Bevölkerung zu ein und gucken einfach, dass wir da wirklich alle Altersgruppen ansprechen. Und das ist bei uns in der Frauenunion sowieso gegeben. Also da haben wir von jung bis alt eigentlich alles vertreten. Und das ist auch so die Hoffnung, die ich habe, dass dann auch wirklich alle Altersklassen sich angesprochen fühlen, auch von den Angeboten, die man macht. Aber ich denke, man muss da gar nicht immer unbedingt Fahrten oder sowas anbieten. Da reicht auch schon mal ein Kaffee trinken oder einfach ins Gespräch Soziales kommen. Leben, was ja auf dem Land ganz wichtig ist. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, weil es die Frauen betrifft, ist natürlich häusliche Gewalt, gerade im ländlichen Bereich, ein viel zu unterschätztes Thema. In den Großstädten wohnt man im 8-Familienhaus, da hört man, was oben passiert. Im ländlichen Bereich ist es oft so, dass man im Eigenheim wohnt, weit weg von den Nachbarn und man den Leuten nur vom Kopf gucken kann. Ist das auch ein Thema für die Frauenunion? Also bisher muss ich ganz ehrlich sagen, in Gemünden nicht wirklich. Nein, jetzt, also haben ich meine wir uns nicht jetzt generell auf den Ort bezogen, weil der Kreis macht ja einiges mit dem runden Tisch und einem Frauenbüro. Ja, ja. Aber sexuelle Übergriffigkeit bzw. Häusliche Gewalt, die Frauen dazu sensibilisieren, doch aus der Isolation rauszukommen. Also grundsätzlich muss das natürlich ein ganz wichtiges Thema sein und auch auf dem ländlichen Raum, da haben Sie völlig recht, aber ich denke, gerade auf dem ländlichen Raum ist es sogar noch mal schwieriger, diese Frauen zu erreichen, weil, was Sie eben schon angesprochen haben, die Schamgrenze halt auch sehr groß ist, weil man eben sich auch so gut untereinander kennt. Ja. Und ich glaube, bis da sich eine Frau wirklich öffnet und um Hilfe bittet, das ist ganz schwierig. Und da wäre es mit Sicherheit auch wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielleicht noch einen anderen Punkt. Sie sind sicherlich auch Mutter. Das stimmt. Und zwei Jungs. Sind durch die Hölle der Kindergarten und Schule absolut gegangen. Bildung ein großes Thema. Mhm. Natürlich wünscht man sich für seine Kinder immer das Beste und Abitur und einen Studienabschluss. Aber uns fehlt natürlich auch gewaltig Nachwuchs im Bereich Handwerk, Handel und so weiter. Absolut. Viele
oder ich persönlich wehre mich heute gegen frauentypische Berufe, weil jeder kann alles, man muss nur ein bisschen wollen. Das heißt, auch mehr Frauen ins Handwerk, weil die Weiterbildungsmöglichkeiten ja heute, ich sag mal, mit Abitur und abgeschlossener Ausbildung, mit mittlerer Reife abgeschlossener Ausbildung, mit Meisterbrief. Eine Meisterin heute an die Uni gehen kann, dass man gerade in unserem Mittelstand, in unserem Handwerk hier die Schülerinnen und Schüler dazu überlegt, doch eine handwerkliche Ausbildung zusätzlich von mir aus zum Abitur zu machen. Ja, wobei, da muss ich sagen, das würde ich gar nicht als reines Frauenthema betrachten, sondern das ist was, also gerade zum Beispiel in den sozialen Berufen haben wir da ja im Grunde genau dieses umgekehrte Verhältnis, nämlich dass wir da ja mehr Männer, mehr Jungen als Erzieher oder auch in den Grundschulen gerade auch brauchen. Also das ich hatte ist ja gesagt, also ich genau. sehe das nicht mehr frauentypisch, nee, weil jeder genau. kann alles, also auch eine Frau kann Schmied werden. Genau, ja. Und auch jeder Mann Erzieher oder ja, Grundschullehrer, eben. Genau. Ja. Und das ist was, ich denke, da müssen wir einfach auch lernen umzudenken, nur das ist einfach auch ja eine Frage der Bezahlung. Ja. Das heißt, da müssen wir einfach auch gucken, also dass die handwerklichen Berufe, die sozialen Berufe einfach besser bezahlt werden, damit die auch wieder interessanter werden müssen für unsere Handwerker Schulabgänger. Auch umdenken, sich zu öffnen, auch eine Dachdeckerin einzustellen, auszubilden oder eine Maurerin. Das ist mit Sicherheit so, aber ich denke, natürlich muss auch erstmal das Interesse der Frauen an diesen Berufen geweckt werden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, also ich glaube schon, dass jedes Geschlecht so auch eine spezifische Neigung hat, was ihnen einfach liegt, was man gerne macht. Und man kann auch jetzt nichts erzwingen. Also da muss man einfach, sollte jeder auf sich selber hören dürfen, denke ich, was einem liegt und was man gerne macht. Kommen wir nochmal zu Gemünden, das liegt so ein bisschen am Rand vom Kreis, ja, in der schönen stimmt. Bundstrut, kleine Städtchen, schönes Schwimmbad, wenn es auf ist. Genau. Der Steinweg ist, glaube ich, inzwischen gemacht worden. Das war ja so ein neuralgischer Verkehrspunkt. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Ärzte, es gibt eine Bank da. Mhm. Eigentlich alles, was man auf dem Land noch braucht, absolut. Auch für kurze Wege. Ja, also wir haben jetzt gerade auch nochmal beschlossen, dass es ein neues Neubaugebiet auch geben wird. Nochmal zur Ansiedlung von mehr jungen Familien, weil unser letztes Neubaugebiet, was wir erschlossen hatten, da waren die Bauplätze wirklich ruckzuck weg, das muss man wirklich sagen. Viele junge Familien, die sich dort angesiedelt haben. Also ich denke, grundsätzlich sind wir so als Kleinstadt durchaus ganz interessant. Mit und zwei Kindergärten, Schule. Schlagweite von Marburg. Genau. Und auch nicht weit nach Kassel, wenn man ja, hinten nee, über von der Verkehrsanbindung her. Ich meine, gut, auf dem ländlichen Raum muss man immer weite Wege in Kauf nehmen, das ist klar. Aber ich denke, da liegt Gemünden ganz schön. Katharina Dilz, Frauen und Jungen Gemünden, vielen Dank. Gerne. Von dieser Stelle, deshalb soll ich mich kurz fassen und deshalb will ich mich auch kurz fassen. Ich will versuchen, die Dinge nicht aufzugreifen, die heute von verschiedener Stelle schon genannt wurden und habe mir eben so überlegt. Ich will mit Ihnen mal über so ein paar Zukunftsfragen nachdenken und reden. Und das Ganze soll auch nur das Angebot sein, dass ihr ins Gespräch kommt. Das geschieht am besten vor Ort, wenn der Stadtverband tagt, wenn die Fraktion tagt, in der Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung. Denn es gibt eine Reihe von Dingen, die wir mal gemeinsam bespielen und erörtern müssen, weil wir sie weiterzuentwickeln haben. Eins kann ich mir nicht verkneifen, es ist heute gerade auch eben auch von Claudia Ravensburg viel geredet worden über Finanzierung und Mitfinanzierung und Unterfinanzierung und so vieles mehr. Meine Freunde von der EDA aus Battenberg, die haben ja völlig zu Recht diese Resolution eingebracht, aber es hilft uns wahrscheinlich, meine Damen und Herren, nicht weiter, wenn wir weiter anfangen, an diesen Systemen zu kurieren. Die beiden großen Koalitionen in Berlin, die haben wenn die etwas Schlimmes angerichtet haben, dann das, dass sich der Bund in die Finanzierung von kommunalen Aufgaben eingemischt hat. Und das hat diesen ganzen Apparat des Beantragens von Fördermitteln und der Suche nach Geldern für die Finanzierung neuer Standards arg in Mitleidenschaft gezogen. Und ich behaupte, meine Damen und Herren, wenn man das ein Stück weit wieder so zusammenstreichen würde, dass man den Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich eine vernünftige Finanzausstattung gibt, dann sparen wir Tausende von Stellen in den Landes- und Bundesministerien, die sich mit der Prüfung
von Anträgen beschäftigen, übrigens Anträge, die unsere kleinen Kommunen hier im flachen Land ja gar nicht mehr stellen können, weil in den Verwaltungen, lieber Jürgen, lieber Christian, lieber Henning, ja die Fachleute fehlen, überhaupt so einen Antrag ausfüllen zu können. Und da muss dringend dran gearbeitet werden. Die kommunale Selbstverwaltung war immer die Säule des Staatswesens und das ist unterhöhlt worden und daran muss gearbeitet werden. Dann können wir auch viel besser Politik machen. Kinderbetreuung ist so ein Zukunftsthema, will ich nicht weiter darüber reden. Die Freunde aus Lichtenfels haben das thematisiert, da muss wirklich dran gearbeitet werden. Thema Schule ist das nächste. Und da sind wir auch alle so ein bisschen verpflichtet, uns an die eigene Nase zu fassen. Ich stelle ja jetzt fest, wir haben voriges Jahr dann mal begonnen, uns über Schulentwicklung und sowas zu unterhalten. Und die ganzen letzten Jahre, wenn es um Schule ging, dann haben wir doch zugegebenermaßen alle auf das Statistische Landesamt gehört, auf die Hessen-Agentur und auf alle möglichen, die prognostiziert haben. Die Zahl der Kinder wird immer weniger, ihr müsst eine Schule nach der anderen dicht machen, ihr kommt nicht mehr zurande. Das stimmt doch gar nicht, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Riesenprobleme in unseren Mittelzentren, in Bad Wildungen, in Frankenberg, in Korbach und neuerdings auch in Bad Arolsen sind immer mehr Kinder, die über die Kindertagesstätte dann in die Grundschulen kommen. Und der Gipfel der mangelnden Kommunikation zwischen Stadt und Landkreis, das ist für mich die Valentin-Grundschule in Helsen. Vor 2 Jahren habe ich die eingeweiht nach einer Riesensanierung und jetzt stehen schon wieder Container auf dem Schulhof, weil wir die Kinder in Arolsen nicht in den Grundschulen unterkriegen. Und ähnliche Entwicklungen haben wir ja auch in Bad Wildungen, da arbeiten wir jetzt dran. In Frankenberg und in Korbach, lieber Klaus, da sind wir ja auf guten Wege, das zu regeln. In Frankenberg gibt es noch dringenden Bedarf, die Situation an den Grundschulen zu klären. Und da lade ich Sie ein, mit mir in einen Diskurs zu kommen, darüber nachzudenken, wie wir das in den 4 Städten mal regeln, wie wir Schule entwickeln. In der Vergangenheit ist es offensichtlich tatsächlich so gewesen, dass die einen, Landkreis, geschaut haben, wie sieht die demografische Entwicklung aus und die anderen, Rathäuser vor Ort, Stadtpolitik, die haben sich natürlich darum gekümmert, dass Neubaugebiete geschaffen werden, dass Dorferneuerung umgesetzt wird, dass das Leben in der Stadt spannender wird und jetzt führt das dazu, überall Neubaugebiete, überall junge Familien mit Kindern, eine sich entwickelnde Kreisbevölkerung und auch eine sich entwickelnde Kreiswirtschaft. Aber jetzt drückt es an den Schulen. Das sind Zukunftsfragen, denen müssen wir uns stellen. Und ich lade Sie ein. Sie kennen alle, Sie wissen alle, wo ich zu erreichen bin. Lassen Sie uns darüber nachdenken. Denn das ist Standortpolitik für Waldeck-Frankenberg, wenn wir an unserem Schulsystem arbeiten. Und die Grundschulen habe ich jetzt nur als Schlaglicht genannt. Die weitere führenden Schulen trifft das ganz genau. Und auch in der Peripherie, ich schaue zu Thomas und meinen Freundinnen und Freundinnen aus Volkmarsen, auch da müssen wir handeln und agieren. Da gibt es vieles zu tun. Zweite Zukunftsaufgabe, gesundheitliche, / ärztliche Versorgung. Okay? Wir reden seit vielen Jahren darüber, dass wir da etwas machen müssen. Wir haben so etwas wie Landarzttage, wir geben Stipendien aus für Medizinstudenten, wir überlegen uns, wie wir gesundheitliche Versorgung anders denken und neu organisieren. Da gibt es auch Erfolge und wenn ein anderer hier stehen würde, der würde sich rühmen, was habt ihr da alles geschafft und geleistet. Das sind alles nur Arbeiten am Symptom. Das sind keine wirklichen Neuausrichtungen. Und wenn wir Neuausrichtungen wollen, und die müssen wir haben, weil wir älter werden, und wer älter wird, braucht öfters auch mal einen Arzt. Und weil wir halt wollen, dass die Menschen auf den Dörfern wohnen bleiben und nicht alle in die Stadt ziehen. Weil wir aber auch anerkennen müssen, dass durch die weniger gewordenen auch Studentinnen und Studenten auch weniger Medizin studieren, weil die jungen Leute sind ja der gefragte Faktor in unserer gesamten Gesellschaft und alle reißen sich nach jungen und gut ausgebildeten Menschen in allen möglichen Bereichen. Also ich will damit sagen, es wird in Zukunft weniger Ärztinnen und Ärzte geben, trotz dieser tollen Programme, die da mal wieder mit den goldenen Zügeln in Wiesbaden und in Berlin gestrickt werden. Also brauchen wir neue Systeme. Eine unserer Antworten, einer meiner Antworten und einer der Antworten unserer Partei und der Kreislauffraktion, das sind die Gesundheitszentren, Frankenberg und Frankenau, haben wir auf guten Wege.
Man kann auch durchaus dabei bleiben, ärztliche Entwicklung auf dem Lande so zu sehen, wie es immer war, mit dem selbstständig arbeitenden Arzt. Haben wir jetzt auch zwei Beispiele in Battenberg und in Allendorf. Und da gibt es natürlich auch Praxisverbünde, die sich bilden, Nordwaldeck und andere Dinge. Alles richtig, alles wichtig. Wir müssen das nur begleiten. Wir müssen vor Ort mal sehen, was ist da zu tun. Und wenn dann irgendwo auch es unsere Aufgabe ist, für die kommunale Daseinsvorsorge zu arbeiten, dann hört eine medizinische und ärztliche Versorgung dazu. Nicht nur die Turnhalle und der Sportplatz und das Dorfgemeinschaftshaus. Daseinsvorsorge ist auch ärztliche und gesundheitliche Vorsorge. Und diese Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde, die müssen wir uns auch stellen bis in die letzte Gemeindevertretung und in die letzte Stadtverordnetenversammlung. Und ich bitte Sie, dass wir auch dazu in einen Diskurs kommen und in einen Austausch. Da gibt es keinen Königsweg, da gibt es aber Ansätze und Möglichkeiten, die wir weiterverfolgen müssen. Und ich jedenfalls nehme für uns in Anspruch mit dem Timo Hartmann und mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Fraktion, dass wir schon versuchen, das Spielfeld zu bedienen. Wir in Waldeck-Frankenberg sind der erste Landkreis in Hessen, der jetzt flächendeckend die Gemeindepflegerin oder den Gemeindepfleger bekommt. Früher hieß das Gemeindeschwester, aber die hohe Politik hat das ja verboten, das nur Gemeindeschwester zu nennen. Die heißen jetzt Gemeindepflegerin oder Gemeindepfleger. Klammer auf, wir haben die Stellen ausgeschrieben und besetzt, sind aber alles Damen, also kann ich doch wieder Gemeindeschwester sagen. Das ist sowas wie Case Management. Die werden angedockt an unseren Pflegestützpunkt. Wir werden also künftig in der Fläche vertreten sein und den Menschen, die pflegerische Versorgung in Aussicht haben, die Beratung brauchen, wie kann ich denn mit den pflegebedürftigen Menschen zu Hause umgehen, wie kann ich da eine tägliche Versorgung organisieren. Die gehen jetzt an den Start. Das ist der Anfang. Mehr hat uns das Land nicht gegeben als vier von diesen Vollzeitstellen und die haben wir regional im Kreis angedockt, aber das werden wir ausbauen müssen. Wir werden es nie schaffen, und das kann auch nicht unser Ziel sein, die alten Menschen oder die pflegebedürftigen Menschen oder dann, wenn Betreuungsbedarf über das Übliche hinausgeht, in Senioreneinrichtungen zu transportieren. Wir brauchen die Menschen vor Ort, das sind Stützen der Gesellschaft immer gewesen. Und übrigens kann uns das ohnehin völlig strukturell falsch organisierte und unterfinanzierte Gesundheitssystem kann das ja gar nicht finanzieren, außer durch solche Strukturen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, über betreute Wohnangebote in den kleineren Städten, in den größeren Dörfern. Das gibt es in Teilen des Landkreises, das hat sich bewährt. Wir müssen das weiterentwickeln, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das ist, lieber Timo, eine der Aufgaben, die wir in der kommenden Zeit haben werden. Dritter Bereich: Wirtschaftsförderung und Tourismus. Ja, da denken wir drüber nach. Wenn über Wirtschaftsförderung geredet wurde, dann war das in der Vergangenheit immer so das Thema, was kann ich machen, was kann ich tun, wo kann ein neuer Betrieb, wo kann eine neue Firma angesiedelt werden, was muss an Fördermitteln, an Subventionen von der Stadt und Gemeinde organisiert werden, wie viel Quadratmeter Fläche kann der Klaus Friedrich beschaffen für wenig Geld und dann kostenlos dem Investor zur Verfügung stellen. Das sind nicht mehr die Fragen dieser Zeit, meine Damen und Herren. Heute ist doch das begrenzende Moment bei Wirtschaftsförderung nicht mehr die Fläche. Heute ist das begrenzende Moment doch die Arbeitskraft, die Fachleute vor Ort, die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur und vieles mehr. Und Wirtschaftsförderung muss doch künftig so aufgestellt werden, dass ein Medium entsteht, über das man sich austauschen kann. Wie kann innerörtliche Entwicklung weitergehen? Wie können die Leerstände, die leerstehenden Bauernhöfe, die es ja immer noch zur Genüge gibt, oder die alten Hofreiten, wo noch eine ältere Person drin wohnt, wie können die geschickt umgenutzt werden? Da kann auch Dienstleistung gemacht werden, wenn nicht produzierendes Gewerbe. Wenn wir bei Gewerbe sind, dann geht es ja nicht um die 150. Logistikhalle, die nach Waldeck-Frankenberg kommen soll. Ich glaube, die wollen wir auch gar nicht, weil die Natur und die Schöpfung zu erhalten ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir haben ja auch nicht wirklich die Verkehrsanbindungen für solche Infrastruktur. Aber es muss doch darum gehen,
dem örtlich vorhandenen Gewerbe, der örtlich vorhandenen Industrie und dem Handwerk Chancen zu geben und das zu moderieren. Und das ist in meinen Augen Aufgabe der Wirtschaftsförderung oder eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung, wie sie zukünftig im Waldeck-Frankenberg aussehen muss. Und wenn es dann darum geht, Flächen zu erschließen, Flächen zu verantworten und zu sortieren, wo kann man was machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann müssen wir, glaube ich, endgültig die Brille des Kirchturmdenkens ablegen. Das geht nur interkommunal, das schafft keine Stadt und Gemeinde allein. Das müssen wir gemeinsam machen und der Landkreis hat da auch eine Aufgabe, der wir uns stellen wollen. Und wenn dann das Thema Fachkräfte ist und wenn das Thema dann ist Vereinbarkeit und Familie und Beruf, dann sind das auch Themen der Wirtschaftsförderung. Da wird es auch darum gehen, zu schauen, wie können wir Freizeitinfrastruktur im Waldeck-Frankenberg so entwickeln, dass die nicht nur für die Urlauberinnen und Urlauber, die uns alle willkommen sind, da ist, sondern dass das auch ein gutes Angebot ist für die Menschen, die hier wohnen und die hier leben und die hier arbeiten und die möglichst nach Ausbildung und Studium auch wieder nach Waldeck-Frankenberg und zurückkommen. Unsere heimische Wirtschaft ist in weiten Teilen sehr engagiert, in weiten Teilen sehr gut und macht gute Angebote. Unsere Aufgabe muss sein, an Infrastrukturen mitzuarbeiten und unsere Heimat noch schöner zu machen für uns alle. Das sind, glaube ich, die spannenden Aufgaben der Zeit. Man würde sich diesen Dingen viel intensiver widmen können und auch intensiver widmen wollen, wenn wir, und das ist heute auch angeklungen, nicht tagtäglich mit den Krisenszenarien dieser Zeit beschäftigen müssten, aber das ist nun auch mal unsere Aufgabe und eine Aufgabe, für die wir hohe Verantwortung tragen, die mich auch sehr bindet und deshalb bitte ich Sie auch um Verständnis, wenn ich irgendwann so um 13:30 Sie etwas früher, als das geboten ist, verlassen muss zu einem weiteren Termin. Aber das sind die Zukunftsfragen, auf die eingegangen werden muss. Und auf eine Zukunftsfrage will ich auch noch eingehen, weil mir das vorhin so haften blieb bei dem Beitrag meines Freundes Armin Schwarz. 1990 irgendwann, ich schaue wieder Richtung Klaus Friedrich, weil wir damals schon zusammengearbeitet haben, da hat man sowas abgeschafft wie Katastrophenschutz und irgend so etwas. Und das wird jetzt langsam aber sicher in den Schubladen seit etwa 2 Jahren, lieber Armin, du hast das begleitet, wieder etwas aufgebaut. Wir werden das fortentwickeln müssen. Wir werden uns wieder Gedanken machen müssen, nicht nur über sowas wie Sie reden, Alarmierung, das haben wir schon eingetütet. Wir werden uns so etwas anschauen müssen für Stromversorgung. Wir müssen schauen, wie gewisse Dinge weiterentwickelt werden. Und ich glaube, das ist auch ein Teil gesellschaftlichen Zusammenhang im Waldeck-Frankenberg weiterzuentwickeln. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich wollte über andere Themen heute Mittag mal beleuchtet mit Ihnen diskutieren. Ich wiederhole das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich komme gerne, damit wir uns austauschen können. Es gibt viel zu bewegen und viel zu erörtern. Und das gemeinsame Ziel, das haben wir, glaube ich, alle hier. Wir wollen unsere Heimat, das Waldeck-Frankenberger Land und das Umfeld der Menschen immer lebenswerter machen. Danke und Ihnen später ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank, Karl Friedrich Bese, für den Überblick aus dem Kreishaus. Und ich gebe jetzt das Ergebnis der Beisitzerwahl bekannt. Und zwar in folgender Reihenfolge sind gewählt worden: Jürgen Vollbracht, 110 Stimmen. Christian Klein, 100 Stimmen. Siegfried Patzer, 100 Stimmen. Alexandra Schock, 98 Stimmen. Michael Schnatz, 98 Stimmen. Harald Becker, 97 Stimmen. Christoph Müller, 96 Stimmen. Frank Wender, 95 Stimmen. Andrea Claudia, 94 Stimmen. Stefan Jakob, 93 Stimmen.
Kai Wäscher, 85 Stimmen. Ulrich Tent, 83 Stimmen. Wo ist die 13? Elke Zemke, 72 Stimmen. Und Hartmut Thier, 63 Stimmen. Damit brauchen wir erstens nicht ein zweites Mal wählen, weil wir nämlich auch das Quorum erfüllt haben. Ich gratuliere allen Kandidatinnen und Kandidaten zu diesem Wahlergebnis und hoffe auf gute Zusammenarbeit im neu gewählten Kreisvorstand. Ich gehe auch davon aus, dass alle die Wahl annehmen, oder soll ich alle 14 noch abfragen? Nein, ist nicht der Fall. Also, dann ist dieser Wahlgang geschlossen. Und ich rufe auf, als erstes die Wahl der Kreismitgliederbeauftragten. Vorgeschlagen ist Katrin Wallmanns. Sie haben alle den Wahlzettel und ich bitte, ihn auszufüllen. Dirk Hoffmann, Christopher Leser, Helmut Rübsam und Monika Söntrop. Dirk Hoffmann, Christopher Leser und Monika Söntrop haben bereits zweimal geprüft und scheiden daher aus. Übrig bleibt von den bisherigen Rechnungsprüfern als einziger Helmut Rübsam, der auch wieder vorgeschlagen wird. Und nun bitte ich um mindestens drei weitere Vorschläge für die Kassenprüfung. Nicht so viele. Thomas Schön. Thomas Schön. Thomas Schön. Also, es dürfen nur solche vorgeschlagen werden, die nicht im Kreisvorstand sind. Tobias Kirchheim wird vorgeschlagen. Dann fehlt noch mindestens ein Kandidat oder Kandidatin. Du, ihr wollt doch alle nach Hause. Philipp Hankel. Philipp Hankel. Ist das gut, ja, ne? Meine ich auch, gute Idee. So, ich frage der Reihe nach, der Rübsam ist bereit, wieder zu kandidieren. Kein Widerspruch. Thomas Schön? Am Zählen. Zählen. Tobias Kirchheim? Ja. Philipp Hankel? Ja. So, meine Damen und Herren,
Hier können wir per Akklamation abstimmen, wer also für die vier genannten Personen sind, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Auch keine. Dann sind die Rechnungsprüfer einstimmig wiedergewählt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12a. Beschluss über die Bildung eines Wahlvorbereitungsausschusses. Der Wahlvorbereitungsausschuss ist der, der zum Beispiel heute die Kandidatenliste für die Delegierten erstellt, der bei der Kreistagswahl die Vorstellung, die Kandidatenliste erarbeitet und so weiter. Darüber müssen wir aber abstimmen, dass ein solcher Wahlvorbereitungsausschuss gebildet wird. Ich bitte ums Handzeichen, wer für einen Wahlvorbereitungsausschuss ist. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Auch keine. Dann ist das so. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 12b. Und zwar werden vier Mitglieder vom Kreisparteitag gewählt und drei Mitglieder vom Kreisvorstand. Für die vier Mitglieder, die vom Kreisparteitag gewählt werden sollen, werden folgende Personen vorgeschlagen. Thomas Fiesehohn, Dr. Edgar Schmal, Thomas Müller-Frankenberg und Lutz Klein-Battenberg. Thomas Fiesehohn-Volkmaßen, Dr. Edgar Schmal bei Bildung, Thomas Müller-Frankenberg, Lutz Klein-Battenberg. Auch hier können wir per Akklamation abstimmen. Werden andere Namen vorgeschlagen? Nicht der Fall. Dann bitte ich ums Handzeichen, wer für die vier genannten Personen ist. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Gegenstimmen? Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltung? Zwei Gegenstimmen. Enthaltung? Keine. Dann ist also bei zwei Gegenstimmen sind die vier Personen, Thomas Müller, Dr. Edgar Schmal, Thomas Fiesehohn und Lutz Klein, gewählt. Damit komme ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 11. Aber vorher steht der Herr Nordmeier hier. Abgegebene Stimmen für die Wahl der Mitgliederbeauftragten 120. Mit Ja haben gestimmt 104, mit Nein 16. Damit ist Katrin Wallmanns mit großer Mehrheit wiedergewählt. Ich frage Sie, ob sie die Wahl annimmt. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön, Herr Nordmeier. Also jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 11. Das ist die Wahl der Delegierten. Dazu liegt Ihnen ein Stimmzettel vor mit insgesamt 130 Namen. Dazu ist noch Folgendes zu sagen. Getauscht worden ist der Platz 21 und Platz 11 vom Wahlvorbereitungsausschuss. Das war vorher in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, Ilke Jessinghaus war auf 11 und Jan-Peter Kohlmann auf 21. Aber wir sind der Auffassung, dass es auch einvernehmlich mit Frau Jessinghaus abgestimmt, dass unser Landtagsabgeordneter weiter nach vorne muss, damit er an dem Landesparteitag auch stimmberechtigt ist. Dann möchte ich zur Position 6 Willem Dietzel noch Folgendes sagen, meine Damen und Herren. Normalerweise hat der Kreisvorsitzende bei der Begrüßung vorne gesagt, und nun begrüße ich unseren Minister aus Waldeck, unseren Minister AD, Willem Dietzel. Das hat er heute nicht gesagt. Und das hat auch einen Grund, denn Willem Dietzel ist seit längerer Zeit schwer erkrankt und deshalb ist er heute nicht hier. Das nur zu Ihrer Information. Wir wünschen ihm gute Genesung. Ich rufe jetzt abschnittsweise auf, zuerst in 10er-Paketen noch andere Vorschläge gemacht. Dr. Edgar Schmal als Vorsitzender des Wahlvorbereitungsausschusses hat das Wort. Ich korrigiere den hochgeschätzten ehemaligen Regierungspräsidenten und Kreisvorsitzenden Kühler. Muss aber so machen, getauscht wurden plötzlich 11 und 20. 11 und 20? Gut. Der Kreisgeschäftsführer mir so gesagt.
heftige Kritik an ihm. Ist gut, dass er nicht zur Wahl steht. So, meine Damen und Herren, also das war die Korrektur durch Dr. Schmal als Vorsitzender des Wahlvorbereitungsausschusses. Und nun rufe ich also zunächst in 10er-Paketen auf, ob Änderungsvorschläge gemacht werden. Platz 1 bis 10, also Armin Hesse bis Rainer, Armin Schwarz bis Rainer Hesse, Gegenvorschläge, nicht der Fall. Jan-Wilhelm Pohlmann bis Heinz Merl, Gegenvorschläge, nicht der Fall. Elke Jessinghaus bis Florian Stieglitz, Gegenvorschläge, nicht der Fall. Dann von Elke Zages bis Fabian Riel, keine Vorschläge. Und dann von Uwe Gottschmann bis Lena Knoche, keine Vorschläge. Und jetzt rufe ich auf von Philipp Ankel bis Leon Schutzibeck. Gibt es da Vorschläge? Nicht der Fall. Von 97 bis 130 Vorschläge, von Friedrich Göge bis Helmut Hausmann. Auch nicht der Fall. Dann ist also der Delegiertenvorschlag so angenommen, wie er auf dem Wahlzettel ausgedruckt ist. Und Sie sehen oben, ich stimme für alle Bewerber, die ich nicht gestrichen habe. Wenn Sie den Wahlzählern die Arbeit erleichtern wollen, machen Sie oben rechts in diesem schwarzen Kreis das Kreuz. Sie haben natürlich auch das Recht, andere Änderungen vorzunehmen. Wir treten in den Wahlgang ein und ich bitte, die Stimmzettel einzusammeln. CDU-Stadtverbandes Bad Brech vor, der ist heute schon mehrfach erwähnt worden. Ich lese Ihnen mal vor, so ist er auch eingegeben worden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Brech fordert den Hessischen Landtag auf, gesetzliche Regelungen zu schaffen, welche die bisher größtenteils kommunale Finanzierung der Kindergärten und der Kinderbetreuung in Hessen durch eine vollumfängliche Finanzierung durch das Land Hessen, in Klammern gegebenenfalls zusammen mit dem Bund, Klammer zu, ersetzt. Im Vorfeld ist sich darauf geeinigt worden, dass wir erst gar nicht darüber abstimmen wollen, sondern der Kreisvorsitzende und der Vorsitzende des Stadtverbandes haben abgesprochen, dass kurz etwas zum Verfahren gesagt wird, denn er geht in die Kommission, das kann der Kreisvorsitzende selbst sagen. Und dann hat Tobias Kirchheim oder Martin Schellberg das Wort. Lieber Lutz Klein, genauso wie du es beschrieben hast, ist die Verabredung in der Tat über diesen Anlass viel gesprochen worden, über die Notwendigkeit der Finanzierung bei den Kindertagesstätten und die steigenden Kosten ist ebenfalls gesprochen worden. Unser erster Kreisbeigeordneter hat gleichermaßen festgestellt, man kann alles teilen außer Verantwortung. Nur wenn Zuständigkeiten, wer für was verantwortlich ist, werden wir am heutigen Kreisparteitag natürlich auch nicht auflösen. Deswegen habe ich mit Tobias Kirchheim, Vorsitzenden der CDU Battenberg, aber wenn ich es sagen darf, auch mit unserem Freund Christian Klein, Bürgermeister Battenberg,
ausführlich vorbesprochen, dass wir diesen Antrag an die Grundsatzprogrammkommission unter Carsten Linnemann geben, der eine Punkt. Und den anderen Handlungsrahmen hat ja die Kollegin Claudia Ravensburg eben gerade schon beschrieben. Wir haben uns dieses Themas auch auf der Arbeitsebene direkt anzunehmen mit dem Staatssekretär im Hessischen Finanzministerium, Dr. Martin Borns, einen Termin verabredet, wo genau alle, die es betrifft, nämlich die Fraktionsvorsitzenden in den Stadt- und Gemeindeparlamenten, die Vorsitzenden der Stadt- und Gemeindeverbände und die Bürgermeister mit dabei sein werden. Ich glaube, das ist ein vernünftiger und sinnvoller Schritt. Und dann haben wir nicht nur das Thema besetzt, sondern werden auch inhaltlich daran arbeiten. Auf Bundesebene, wo gesetzliche Regelungen nachgesteuert worden sind und wer nachsteuert, der muss dann auch die zusätzlichen Kosten sicherlich im Blick haben und nachhaltig ausfinanzieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ich dich recht verstanden habe, geht es jetzt weiter an den Tobias Kirchheim. Ja, Tobias Kirchheim hat das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, ich will vielleicht mal kurz begründen, wie wir zu der Resolution gekommen sind. Wir hatten am 22. Januar Klausurtagung und haben da den Haushalt der Stadt Wartenberg besprochen. Wir haben festgestellt, in den Jahren auch davor, dass natürlich ein Großteil des Haushaltes durch kommunale Pflichtaufgaben einfach gebunden ist. Gerade im Bereich Kita sind wir ja froh, dass da ja, viele Kinder nachgekommen sind und wir unsere Kindergarten-Tagesstätten erweitern müssen. Was uns aber so ein bisschen fehlt, ist beim, ja, nach dem Konnexitätsprinzip, also es werden höhere Aufgaben, höhere Anforderungen gestellt, aber also in Finanzierung werden wir gerade im ländlichen Bereich so ein bisschen, für immer so ein bisschen im Stich gelassen. Wir haben natürlich jetzt gemerkt, dass das ganze Thema Sprung bekommen hat und mit Armin haben wir dann besprochen, dass wir das auf eine höhere Ebene liefern wollen, denn wir haben auch festgestellt, dass bei Unternehmen keine Kita-Gebühren bezahlt werden. Ja, in einem Land, was natürlich aus dem kommunalen Finanzausgleich sehr viel Geld bekommt, sehr hohes Minus macht und wir in Hessen als Leberland müssen sehen, wie wir unsere Dinge finanziert bekommen. Das sind gewisse Dinge, die gerade ja, uns im Haushalt auch schuldbar und so weiter und so fort. Also Thema Schulden ist ja heute in der Zeit ein großes Thema. Da müssen wir sehen, dass wir gerade im Hinblick auf die Landtagswahl 2023 gewisse Themen von der CDU auch besetzen, die gerade den ländlichen Raum da, wo unsere Wählerschaft ist, entlasten, dass wir einfach gewisse Pflichtaufgaben wieder viel besser erfüllen können. Und von daher, das Thema ist angekommen. Wir als Antragsteller der Stadtverband wurden den Antrag damit zurückziehen, wie schon gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Kirchheim. Meine Damen und Herren, wer bei diesem Antrag seine Zustimmung dazu gibt, dass wir so verfahren, wie es der Kreisvorsitzende vorhin vor dem Tobias Kirchheim vorgeschlagen hat und auch die Claudia Ravensburg bereits mit den zwei Terminvorschlägen reagiert hat. Wer dem seine Zustimmung gibt, dem will ich uns Handzeichen. Gegenstimmen? Ich sehe keine. Enthaltungen? Auch keine. Damit ist also der Tagesordnungspunkt 13 an. Eine Enthaltung. Entschuldigung. Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 13. Und ich gebe bekannt, das haben wir immer so gemacht bei der Delegiertenliste, dass wir die grobe Übersicht geben. Wahl der Delegierten 101. Herr Nordmeier, was heißt unverändert? Achso, 101 bedeutet unverändert, keine Streichung, also 101 haben ihre Zustimmung zur Delegiertenliste gegeben, damit ist die Liste schon gewählt.
3 ungültige Stimmen. Insgesamt sind 117 abgegeben und 13 haben die Liste verändert. Das genaue Wahlergebnis, wie immer, kann am Montag auf der Geschäftsstelle abgefragt werden. Also mit 101 Stimmen ist die Liste gewählt. Und damit sind wir auch am Ende der Wahlen. Herr Bucherfeld. Ich wollte Sie nur ganz kurz auf den neuesten Stand bringen, weil immer nur von Battenberg die Rede war. Diese Resolution, die Battenberg in Gang gesetzt hat, ist am vergangenen Montag auf Antrag der CDU-Fraktion im Stadtparlament der Stadt Frankenau ebenfalls einstimmig verabschiedet worden und an die Regierung nach Wiesbaden weitergeleitet worden. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe leider unterscheiden die Zeitungen immer noch zwischen den alten Kreisteilen. Nur wenn ein Doppelmord in Diebelstadt passiert, liest man das auch in Hatzfeld oder in Rosenthal und umgekehrt. Vielen Dank für den Frankenauer Hinweis und ich habe irgendwo gelesen, dass auch im Edertal noch darüber diskutiert worden ist. So, meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende, was die Sitzungsleitung angeht. Sie haben mir das Geschäft sehr erleichtert, indem Sie sehr diszipliniert mitgearbeitet haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Kommen Sie gut aufs Gehöft. Gregor Lutz-Klein, zunächst einmal danke ich dir sehr, sehr herzlich für die souveräne Versammlungsleitung. Ehrlicherweise hat keiner hier im Saal etwas anderes erwartet. Das ist immer ein großes Vergnügen, wenn du die Sitzungsleitung hast. Da weiß man, dass nichts irgendwo vergessen wird und dass wir unfallfrei über die Zielgerade laufen. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür und ich habe hier auch noch schönen Wein. Den kannst du heute Nachmittag mit deiner lieben Frau dann auch trinken. Das war schon mal vorneweg. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Gucke mal in die Runde, ob es da Hinweise oder Meldungen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich unter Verschiedenes aber doch noch 2 Anmerkungen. Wir haben einen neuen Kreisvorstand gewählt. Wir haben, und das ist ja positiv, einen Wettbewerb gehabt um Positionen. 17 Bewerberinnen und Bewerber auf 14 Positionen bei den Beisitzern. Das war dann von der Grundlage her klar, dass nicht alle 17 gewählt werden konnten. Ich möchte denjenigen, die es geschafft haben, sehr herzlich gratulieren. Und diejenigen 3, die es leider nicht geschafft haben, sagen, das ist innerparteiliche Demokratie, das ist nichts gegen euch, wir bleiben beieinander und bei der nächsten Runde geht es dann auch wieder gemeinsam. Abgesehen davon haben wir so viel zu tun, dass für jeden an seiner Stelle wichtige Aufgaben da sind. Von daher danke für euer Verständnis, aber das ist halt so. Wir haben den Wettbewerb immer gehabt und bitte das nicht zu beschwert in das sonnige Wochenende mitnehmen. Punkt 2, wir haben Freunde, die nicht mehr kandidiert haben. Die sind heute nicht alle da, aber die werden geordnet verabschiedet und wer heute nicht da ist, der kriegt den Wein hinterhergeschickt oder von mir persönlich gebracht. Unser Volker Leie, der Billiger Jung und der Onkel von dem tollen Skispringer, dem Stefan, der hat nicht mehr kandidiert. Ich darf herzlich von ihm grüßen. Er kann aufgrund von Arbeit leider heute nicht hier sein. Den verabschieden wir. Wir verabschieden gleichermaßen den Johannes Müller aus Frankenberg. Wird aber kooptiert als JU-Kreisvorsitzender. Johannes Müller habe ich gesagt. Podium bringt hier durcheinander ins Rennen. Also ich habe den richtigen Müller, haben wir ja so einige im Angebot, aber ich habe Johannes Müller gesagt und insofern, das ist auch genau so. Darüber hinaus den Kevin Schuster aus Twistetal und den Hans Wasmuth. Der Hans Wasmuth
der uns viele Jahre begleitet hat, ehemaliger Bürgermeister aus Rosenthal, kann auch heute leider nicht dabei sein. Möchte aber eines an der Stelle sagen, der Hans Wasmuth war nicht nur hochengagierter Bürgermeister, war nicht nur hochengagiertes Mitglied im Kreisvorstand, sondern hat auch die CDU-Bürgermeisterrunde organisiert und das schon mal in dieser Kreisparteitag hinterlegt. Unser Freund Henning Scheele wird die Aufgabe von Hans Wasmuth übernehmen und die Bürgermeisterrunde dann auch mal mit Gesprächen mit Regierungspräsidenten etc. etc. wieder ansteuern. Vielen Dank, Henning, dafür, dass du diese Aufgabe übernimmst. So. Damit wir das Verfahren vereinfachen, würde ich vorschlagen, wir machen ja noch ein gemeinsames Bild. Deswegen läuft bitte keiner weg, der jetzt gewählt ist oder der mit aufs Bild gehört. Dass diejenigen, die verabschiedet werden, dann gleich hier nach vorne kommen und auch ihre Flasche Wein abholen und dann selbstverständlich auch mit abgebildet werden. So viel von mir unter Verschiedenes. Das war genügend Bedenkzeit. Wünscht jetzt noch jemand das Wort unter Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Liebe Freunde, wir haben kurz vor zwei, wir haben einen, wie ich finde, guten, spannenden Parteitag hinter uns gebracht. Ein Parteitag, der, wie es wir gewohnt sind in Waldeck-Frankenberg, von Einigkeit und Geschlossenheit geprägt ist. Wir haben tolle Ergebnisse, wir haben aus meiner Sicht, und ich glaube, die Einschätzung teilen alle, einen tollen, schlagkräftigen Kreisvorstand, der top motiviert in die nächsten zwei Jahre hineingeht. Die Aufgaben, die anstehen, sind mannigfaltig. Ich bin mir sicher, dass wir gut gerüstet sind. Danke ganz, ganz herzlich nochmal fürs Vertrauen. Wünsche Ihnen, den Familien, alles Gute, eine robuste Gesundheit und vor allen Dingen die nötige Zuversicht in diesen durchaus spannenden und herausfordernden Zeiten. Alles Gute für Sie, alles Gute für die CDU in Waldeck-Frankenberg und ganz Deutschland. Gottesreichen Segen, Glück auf, kommen Sie gut aufs Gehöft. Wie mein Freund Lutz Klein immer zusammen zu pflegen sagte. Und bevor wir aufs Gehöft gehen und aufs Gehöft kommen, wollen wir uns erheben und diesen Parteitag mit dem Lied der Deutschen beschließen. Wir dürfen übrigens singen, wer mag. Vielen Dank, wir haben alles geschlossen.